Flippasser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding zu einer weiteren Folge Stack Attack, die wir jetzt eigentlich schon, kann man fast sagen, im Wochentakt liefern. Und da geben wir uns auch allergrößte Mühe für euch. Deswegen wieder mit am Start der oft kopierte, selten erreichte, garantiert immer aneckende Jan Saffe. Ja, grüß dich Mike, ich hoffe es geht dir wieder besser. Es geht. Ist tatsächlich noch nie so krass gewesen. Die Grippe hat mich so rausgehauen. Ich konnte mich ein paar Tage wirklich nicht mal auf irgendwas konzentrieren. Und ich habe auch seit ich die jetzt habe, es sind fast 10 Tage, seitdem habe ich auch nicht wirklich gegessen. Also ich habe keinen Appetit. Mir wird schlecht, wenn ich esse. Ich esse sehr spärlich und das ist für mich untypisch, weil bei mir war bis jetzt immer so, wenn ich krank war, habe ich eigentlich nur zu Hause gelegen und gegessen. Ich musste mich sogar zügeln. Ich habe es jetzt das erste Mal erlebt, dass ich sogar keinen Appetit habe und mein Magen das verweigert. Das kenne ich gar nicht. Na, aber egal, ja, dann starte ich nach einem Minicut wieder. Ich habe deine Stories gestern auch gesehen und da war der Batman-Film auch noch so scheiße. Wahnsinn. Der ist richtig scheiße. Also der ist, sagen wir es mal so. Scheiße, der ist, ja. Im Gegensatz zur Christopher Nolan-Trilogie geht nicht. Oder? Nee, gar nicht. Also, Robert Pattinson auch. Alter, der sieht aus wie ein Emo. Nee. Die haben es gut gemeint, also, schön düster und so. Aber auch wenn er ein guter Schauspieler ist, der hat sich echt gemacht als Batman. Und die Handlung war auch nicht geil, oder? Nee, ich weiß nicht. Ich fand das auch gerade cool. Ich meine, wenn das halt ein heftiger Milliardär ist, so diese ganze Technik, dass zum Beispiel dieses Motorrad so aus dem Batmobil vorne rauspoppt und ja, so. Mann. Ja, ne, das ist halt geil. Und jetzt hat er da so einen uralten, umgebauten Wagen gefühlt. Ja, weiß ich nicht. Fand ich irgendwie nicht so cool. Aber ich glaube, das spielt auch irgendwie zeitgeschichtlich ja anders. Ne, ja, als, er fährt halt auch ganz normal mit seinem Motorrad durch die Stadt wie jeder andere. So im Verkehr, so ganz normal fährt er so mit. Ja, und der andere fährt halt mit dem Aventador so und crasht ihn einfach, macht einfach mal einen Schaden. Ja, aber ihr könnt ja mal eure Meinung zum Batman-Film mit Robert Pattinson in die Kommentare schreiben. Wir haben jetzt erstmal eine Meinung. Und zwar die Meinung, die am meisten von uns gefragt ist. Nämlich die zu verschiedensten Steroid-Cycles von euch da draußen. Und die letzten Folgen waren immer detaillierter, wofür wir uns sehr bedanken. Dieses Mal haben wir zumindest viel Text bekommen. Den ganzen Text hat er sogar uns beiden geschickt. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie viel Inhalt wir wirklich durch diesen Text bekommen. Und ich würde einfach mal ganz frech sagen, damit ich meine Stimme ein bisschen schonen darf, würdest du vielleicht vorlesen? Du hast ja genau den gleichen Text bekommen. Ja. Überhaupt gar kein Problem. Also derjenige hat uns das beides geschickt und ich habe auch gute Infos für euch. Schaut mal hier, ich habe mir jetzt sowas hier gekauft. Vielleicht schaffe ich es, dass damit meine Ausatemgeräusche nicht mehr so unerträglich sind, dass ihr euch dieses Format nicht mehr geben könnt aus diesem Grund. Und ich habe noch was gemacht. Ich habe heute bis auf meinen Kaffee heute Morgen und diesen Monster auf sämtliche Stimulantien, auch auf meinen geliebten Schalter vorm Training verzichtet, obwohl ich Beine gemacht habe, damit meine Herzfrequenz etwas niedriger ist, damit ich auch nicht so viel atme. Ich hoffe, dass das bei euch Du wirst gut daran zugrunde gehen, dass du den Menschen gerecht werden möchtest. Ja, jetzt hält die Dose Schalter auf jeden Fall länger, wenn wir so viele Folgen immer drehen. Aber gut. Sehr gut. Ich fange einfach mal an. Hallo Mike, hallo Jan. Angefangen habe ich Skinny Fat bei 72 Kilo mit Testo E 250 Milligramm E5D im Februar und durch Corona und diversen privaten Dinge hat das Training erst März begonnen. Von Anfang März bis kurz vor Ende Mai ging das dann erstmal so weiter und im Mai kam dann ein Stack mit je 300 Milligramm Testo E Drosta PNPP in der Woche, die aber nur für einen Monat ging, weil die Nebenwirkungen überwiegt haben. Wahrscheinlich durch das Drosta, Rücken voller Pickel, abends 3 bis 4 Mal aufgewacht zum Pinkeln und laut meinem Umfeld bin ich sehr kaltherzig geworden. Hatte da eventuell Trenbolon erwischt? Klingt nicht nach Drosta. Mein NPP ist aber gelb heute. Klingt nicht nach Droster, aber okay. Nee, ja, gut, das können wir ja gleich nochmal aufdröseln. Dann ging es weiter mit Test, obwohl das ist eigentlich schon zu viel. Wir müssen eigentlich schon ansetzen, sonst kommen wir gar nicht mehr hinterher, oder? Ja, gut, bin ich dabei. Also, um mal ganz von vorne anzufangen. Er hat mit E5D angefangen. Habe ich das richtig verstanden, dass er dann halt den ganzen Februar halt Testo genommen hat und nichts gemacht hat
Und erst im März So dann sehe ich das angefangen auch, hat. ja. Ja, gut. Was So willst du, sehe ich das auch. Das könntest jetzt sagen, was für ein Schwachsinn. Aber wenn du schon angefangen hast und dann, es kommt halt drauf an, was kommt dann dazwischen. So privat und so kann jetzt alles sein. Aber auf jeden Fall ist es ja doof, wenn du sagst, ich habe jetzt angefangen, jetzt kommt was dazwischen, jetzt gehe ich wieder auf, dann fange ich wieder an. Ist ja auch bescheuert. Ne, dann bleibst du auch Ja. dabei. Das Einzige, was ich hier auszusetzen hätte, wäre das E5D. Aber ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass er sich nicht so oft spritzen wollte oder es nicht besser wusste. Genau, obwohl auch eigentlich auch komisch in der heutigen Zeit, ne? Weil dieses E5D-Intervall mit 250, obwohl mir das witzigerweise ein Coaching-Kunde gerade wieder geschrieben hat, dass er damit so anfangen möchte. Und da habe ich gesagt, eigentlich ist es ja so nicht mehr so üblich, ne? Also so, den Tipp habe ich früher mal bekommen, 2014. So, ne? Und von so einem Ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Dealer so. Ja, Deswegen genau. kann man ja fast davon ausgehen, dass er das gewusst hat, aber dass er einfach keinen Bock hatte, sich so oft zu stechen. Dann hätte er aber wahrscheinlich, und dann dachte er sich so, ja, einmal die Woche kann ich auch nicht bringen, machen wir einen Kompromiss, alle 5 Tage, hat doch schon immer funktioniert. Weiß ich nicht. Grundsätzlich macht man das ja, hat man das ja ursprünglich zur Halbwertszeit immer gemacht, damit sich dann praktisch rein rechnerisch wären ja dann 125 drin, gibt es 250 wieder drauf, bist du bei 375, Hälfte und so weiter. Dann hast du irgendwann so eine Annäherung an den doppelten Wert. So ist das ja ursprünglich mal gedacht gewesen. In der Praxis hat das aber gezeigt, dass die Nebenwirkungen hier überwiegen. 72 Kilo ist natürlich schon ziemlich schlank für Ja. so die erste Kur oder das erste Mal mit Steroiden in Berührung zu kommen. Auf der anderen Seite kann man es natürlich irgendwo heute auch verstehen. Die Zeit ist schnelllebig, die Leute wollen schnelle Erfolge und dementsprechend ist der Weg zur Spritze nicht weit. Das ist leider so, ne? Muss Wissen man wir ganz ehrlich sagen. was Also zu Alter und Größe? Nee, ne? ich glaube nicht. Gut, er sagt ja Ja. selbst Skinny Fat. Vielleicht kommt vielleicht gleich noch. Die Frage ist, hat er denn das Training auch so angefangen? Also gehst du davon aus, dass er vorher gar nicht trainiert hat und direkt Testo rein, dann auch immer noch nicht trainieren konnte und dann erst angefangen hat? Oder hat er vorher schon was gemacht? Wir können ja eigentlich nur von dem ausgehen, was wir hier lesen. Und wenn wir, so wie sich das liest, hat sein Training damit erst angefangen. Also liest sich halt so. Aber weißt du was? Genau. Ich würde fast meinen, dass uns die Formbilder eventuell verraten könnten anhand der Muskelqualität, ob dem so war oder ob der schon ein bisschen Trainingsjahre auf dem Buckel hatte. Also ich sehe auf den ersten, dass das eine Formbild, wo das Gesicht auch zensiert ist von vorne Front, das ist in einer Umkleide. Da hängt auch hinten ein Jay Cutler 2009 in Olympiaform in der Quad Stomp in Schwarz-Weiß an der Wand. Also gehe ich davon aus, dass das ein Fitnessstudio ist, in dem er sich Ja, da befindet. das siehst du in der Nee, Spiegelung, ja? ich glaube, es ist, ich meine, es ist Jay Cutler, der an seinem eigenen Oberschenkel runterschaut. Hinten und naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall mit den blauen Spinden das Bild. Hast du das auch? Ja, ne? Ich glaube, ich habe das gar nicht. Vielleicht hat er dir mehr Bilder geschickt als mir. Also ich habe ein Bild von der Anfangsphase und da ist einmal ein Selfie vom Rücken. Da sieht man ein bisschen Nacken, aber kaum Muskulatur und eins von vorne. Also der sieht jetzt auch nicht, also Also sieht das jetzt auch nicht Gym-Bild habe komplett ich Müll nicht. aus. Okay. Das habe ich So tatsächlich sieht das nicht. aus. Okay. Okay. Ich habe dafür eins, bei dem er seinen Kopf, das habe ich dir geschickt, seinen Kopf unkenntlich gemacht hat und so in den anabolen Spiegel flext. Ah, ja, das habe ich auch. Aber ich würde Das ist mal aber. vorsichtig sagen, das Rückenbild und das du mir gezeigt hast, die passen jetzt zusammen. Die blenden wir hier auch ein. Also wenn wir davon ausgehen, stützt es so ein bisschen auch unsere Annahme, würde ich sagen. Also das ist allerbestenfalls sehr frische Muskulatur, noch entstehende Muskulatur gerade. Genau, also das ist, glaube ich, das vom Anfang, wie gesagt. Ob er da jetzt schon lange, ich meine, ist ja auch egal, wahrscheinlich hat er, wenn dann, nicht lange trainiert. So. Ja, aber du siehst ja am Rücken immer sehr viel, was Qualität angeht. Und wir haben zwei Rückenbilder und auch auf dem zweiten ist da jetzt von Details eigentlich
Nee. Ja, obwohl es natürlich, also wenn man mal in ein normales Fitnessstudio geht, ich weiß es nicht, im Gold sind, ist wahrscheinlich die Qualität der Leute etwas höher als in einem normalen Fitnessstudio, würde ich jetzt mal schätzen. Mag So sein. vom Querschnitt, weil da halt einfach auch viele Leute hinpilgern so und dann sehen die ein bisschen besser aus im Schnitt vielleicht. Aber bei mir zum Beispiel in der Region gibt es etliche, die so aussehen und jeden Tag beim Training sind. Ja, klar, deswegen, Also also wenn ich Jungs, das jetzt mal, so 17. ist ja genau, ist ja ohne Wertung. Wenn ich jetzt werten Ja. dürfte oder einordnen dürfte, würde ich sagen, Trainingsanfänger, 16 bis 17 Jahre, vielleicht 18, das passt zu der Muskulatur. Ja, genau. Und es gibt ja dann auch etliche, die dann halt auch weiterhin so aussehen. Und er wollte halt das ein bisschen abkürzen und hat jetzt hier nun mal angefangen. Völlig wertungsfrei erstmal, würde ich Bin, sagen. ja. Ich meine, er hat es jetzt gemacht, ist okay. Genau, wir schauen mal, wie es weitergeht. Genau, dann, das ging aber nur von Anfang März bis Mai. So, und im Mai kam dann, ging dann das der erste Stack los. Also er hat direkt schon was dazugenommen. Mit 300 Milligramm Testo E, Drosta-P und NPP die Woche. Jeweils wahrscheinlich, ne? Ja, je Also steht da. 900 die Woche. Ja, 900 die Woche ausbalanciert. An sich drei Komponenten, die eigentlich sehr gut zusammenspielen für den Aufbau. Ja, aber hätte ich nicht gemacht. Also der gute Herr hätte mit seinem Anfangsstack sehr, sehr lange abschöpfen können. Das ist, wenn das der erste Stack ist, so anabol wird dein Körper nie wieder auf Steroide reagieren. Und ich persönlich finde das, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, wenn du jemanden gerade mit 250 zum Beispiel anfangen lässt, der wird wachsen wie Heu, wenn alles andere stimmt. Wenn der nur ein bisschen die Füße stillhält und Arbeit reinsteckt, also sogar meine Wettkampfathleten waren Jungs, die teilweise erst ein Jahr angefangen hatten, was zu nehmen und das nur 250 Milligramm Testo. Die hatten erst in der Diät, hatten die das erste Mal was anderes bekommen. Und ey, die sind gewachsen wie Heu. Klar war die Wettkampfqualität bei Tobi zum Beispiel, der war einfach zu jung. Ne? Da fehlt einfach noch ein bisschen was. Aber das alles, was der hat, da hat er mit 250 Milligramm aufgebaut. So. Und das mit 20 Jahren oder so. Jetzt musst du halt mal überlegen, dass ich finde, man muss immer ein bisschen auch ehrlich sein. Ich weiß, du bist immer ein bisschen schonend und das ist auch okay so. Aber ich persönlich finde das absolut unverhältnismäßig. Ich hätte das nicht gemacht, diesen Stack. Auch wenn der Stack an sich gut ist, das ist was anderes. Der hat hier noch nicht hingehört. Das war einfach viel zu schnell und hardcore mit Bazooka auf Spatzen geschossen. 900 Milligramm ist viel für jemanden, der nicht mal 80 Kilo wiegt. Und ich gehe davon aus, gut, er hat zugenommen, bestimmt, aber er hat ja jetzt keine 8 Kilo Muskeln aufgebaut in kürzester Zeit. Wenn er mit 72 Kilo gestartet ist, innerhalb von 2, 3 Monaten, Vor allem, guck stimmt mal, der nicht. hat ja nur 2 Monate Das gewartet oder so. spricht aber auch wieder ganz, ganz viel für diese Ungeduld, die bei so vielen Leuten einfach hinten raus Potenzial klaut. Und auch dafür sorgt, dass dieser Sport auch einfach nicht lange durchgeführt wird. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich mal so ein Beispiel aus meiner Zeit erzählen kann, wenn ich irgendwie was in den Kopf gesetzt habe, zum Beispiel eine Diät, ich rede jetzt noch gar nicht von Steroiden, sondern einfach nur ein Ziel gesetzt habe, dann gab es ganz oft Leute bei mir im Fitnessstudio, die versucht haben, mir das dann madig zu reden, weil es in eine falsche Richtung ging, deren Meinung nach. Und diese Leute haben das oftmals so gemacht, dass die Fahnen immer nach dem Wind gehängt haben. Das heißt, wenn die jetzt gesagt haben, ah, ich mache Diät, ich fühle mich zu fett, haben dann 2 Wochen lang die Kalorien praktisch so krass reduziert, dass da 1 Kilo am Tag weggeht, gefühlt. Natürlich alles nur Wasser und Glykogen. Und dann nach 2 Wochen sich so scheiße zu fühlen, vom Hunger, vom Energielevel und auch von der Fülle der Muskulatur, weil du verlierst ja kein Fett in den 2 Wochen. Das ist ja nur Wasser raus und Volumen in der Muskulatur. Und dann zu sagen, ah, ich fühle mich so dünn, Digga, ich mache wieder Masse. Dann ist der Stoffwechsel einmal runtergefahren, dann erhöhen die minimal die Kalorien und sehen sofort aus wie Scheiße. Dann baut man nur Körperfett auf. Und bei mir, wenn ich Diät gemacht habe, dann hieß das 16 Wochen lang einen Ernährungsplan mit Reduktion fressen, schlau sein, Cardio machen. Und wenn die anderen nach 4 Wochen gesagt haben, Jan, jetzt bist du langsam zu dünn, dann habe ich gesagt, der Weg ist der richtige. So, und Richtig. dann habe ich immer weiter und weiter, bis ich das erreicht habe und dann wieder das nächste Ziel, dann wieder Aufbau, dann wieder 18, 24 Wochen Aufbau gemacht. Ich nenne So. das Ja. Entertainment-Problem. Die Leute erwarten Ja. Entertainment von ihrem Training. So, es muss immer was Frisches, was Neues passieren. So, nach 2, 3 Wochen gucken sie so. Ja, das entertaint mich irgendwie gar nicht mehr jetzt. Und dann kommt natürlich Genau und der Faktor, das machen wir doch beim Coaching, machen wir das nicht bei jedem Update. Wenn einer dir ein Update schickt und so ganz unruhig ist und
was machen wir jetzt? Und dann sagst du so, nichts. Nichts. Weiter so, ja. Kein Entertainment, ja, tatsächlich. Hier. Es geht einfach weiter. Tatsächlich, und ich meine, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Entertainment warten würde, dann dürfte ich ja gar nicht mehr trainieren gehen. Ich sehe ja komplett gleich aus. Ich habe vielleicht mal einen Tag ein bisschen weniger Wasser und mal einen Tag ein bisschen mehr Wasser. Aber also ich wiege jetzt heute Morgen 105, 106, so roundabout, und das werde ich auch die nächsten 4 Jahre wahrscheinlich wiegen und nicht groß anders aussehen. Das interessiert mich aber überhaupt nicht, weil ich trainiere gerne und ich vertraue dem Prozess. Natürlich ist das mal vielleicht 5 Kilo mehr und mal 5 weniger, ja. Ja, aber das ist die gute Handschrift von jemandem, der jung ist und was noch fehlt, natürlich kein Coach hat, weil du sagst es goldrichtig. Wenn du keinen Coach hast, gibst du unbewusst, ne? Man sagt, es ist mir doch egal, was die sagen, man ist vielleicht auch sauer auf die, aber unbewusst handelst du dann nach denen. Wenn dir jeden Tag im Studio, du drehst dich nach rechts, boah, also vor 2 Wochen sahst du noch besser aus, drehst dich nach links, ja, schon wieder Diät, ich weiß ja nicht. Und dann denkst du dir so, ah, diese Idioten, und dann baust du auf und gehst ins Studio 2 Wochen später. Du hast aber angesetzt am Bauch. Und denkst du so, nein! So, ne, das ist schon das Bild auf jeden Fall. Du hast schon völlig recht. Es kommt auch mit Sicherheit daher, aber ändert halt nichts daran. Dieser Stack hätte mal in einem späteren Szenario so ertragreich, so gut sein können. Der ist einfach zu früh gewählt gewesen. Zu dem Stack an sich. Definitiv. Muss ich solche Stacks immer verteidigen, weil was du jetzt zum Beispiel richtig gesagt hast, das ist ja knapp ein Gramm. Aber wie soll es denn auch anders aussehen bei 3 Komponenten? So, ne? Das lässt sich ja fast gar nicht vermeiden, wenn jede Komponente an sich klug eingesetzt werden will. Ich hätte sie anders gewichtet, weil 300 Milligramm Droster machen für mich keinen Sinn pro Woche. Aber da kommen wir vielleicht nochmal dazu, wenn es darum geht, so einen Stack wirklich einzusetzen. In dem Fall hätte ich einfach gesagt, too much, zu früh. Ja, definitiv sehe ich genauso. Man muss sich ja auch immer noch überlegen, dass ja über Training der Muskel Rezeptoren ausbildet, weil du je besser du trainieren kannst, tiefer in den Muskel reinkommst und der Körper sagt, okay, wir brauchen hier mehr Rezeptoren für Androgene, Testosteron, Androlon etc. Und diese ganzen Sachen, die sind ja noch gar nicht vorhanden. Das heißt, das ist ja so, ich meine, wenn ich jetzt 50 Marmeladengläser habe, dann kann ich da auch 50 Liter Marmelade von mir aus reinmachen, wenn eins ein Liter hat, jetzt nur als Beispiel. Wenn ich aber nur ein Marmeladenglas habe, dann kann ich da nicht 50 Liter Marmelade reinmachen. Ich kann das versuchen, aber das wird wahrscheinlich überlaufen und die Marmelade ist dann weg. So, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Das heißt, es bringt in diesem Szenario wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Also wenn er dabei geblieben wäre, hätte er wahrscheinlich, deswegen, das spricht auch für diese Nebenwirkungen halt, ne? Weil der Körper weiß ja gar nicht, der kann den Stoff nicht verwerten. Und wo soll er denn dann hin? Ne? Dann muss er ja irgendwo konvertieren. Wenn das Ganze so im Körper rumasselt, dann gibt es natürlich Probleme mit Prolaktin, mit Östrogen. Und dann funktioniert das Ganze auch schon nicht mehr. Und dann ist ja auch klar, dass man einen Pickel kriegt wie Sau, weil der Körper kann damit ja gar nicht umgehen. Das ist ja viel zu viel. Das wird der Hauptgrund sein, weil normalerweise, selbst wenn du sehr stark DHT-anfällig bist, also von 300 Milligramm Droster, sind die Nebenwirkungen wahrscheinlich verschwindend gering. Das ist einfach viel zu wenig. Das wird wirklich sein, dass der Körper mit dieser Flut plötzlich nicht mehr klarkam. Das wird das Prolaktin gewesen sein, das wird das Östrogen gewesen sein. Östrogen und vor allem Schwankungen lösen auch Hautirritationen aus und unreine Haut. Und das mit der, würde ich auch mal so sagen, das mit diesem Umfeld kaltherzig, also wenn überhaupt, könnte man jetzt rumspinnen und könnte sagen, dass vielleicht ein bisschen DHT unterdrückt wurde durch das NPP und die 300 Milligramm Droste halt nichts gebracht haben. Aber ich würde der Sache fast ein bisschen Placebo zuschreiben. Sehe ich genauso. Ich würde sogar gar nicht mal unbedingt sagen, dass das jetzt irgendwelche psychedelischen Wirkungen von den Steroiden sind, sondern dass das einfach Kopfsache ist, weil der einfach frustriert ist. Weil der Muskelaufbau geht ihm nicht schnell genug. Jetzt denkt er schon, jetzt baller ich mir 1 Gramm die Woche, jetzt fresse ich schon wie Sau und gehe jeden Tag zum Training. Warum habe ich denn immer noch keinen 50er Arm? Und diesen Unmut, den lässt du dann natürlich an der Gesellschaft und an deinem Umfeld aus. Das ist ja klar, weil du bist ja nicht zufrieden. So, mit dem, was du erreichst in der Zeit. Und dann ist es klar, dass man da in gewisser Weise auch ein bisschen fahrig vielleicht wird. Wissen wir denn, wie viel er gefressen hat und ob er gefressen hat wie Sau? Er hat gefressen wie Sau, weil den einen Teil kann ich schon mal vornehmen, wir können gleich aber weiterlesen. Unten steht noch im zweiten Teil der Nachricht, nach circa 6 Monaten bin ich von 72 auf 98 Kilo gekommen. Also das muss ja ein Kalorienüberschuss gewesen sein. Also das kann nicht nur Wasser sein, da ist auch ein bisschen Fett und Muskulatur dabei.
Wäre witzig gewesen, wenn es nur durch den Stack gekommen wäre. Ja, das sind 26 Kilo. Das ist schon nicht wenig, ne? Also. Krass. Okay. Gut, ich lese einfach mal weiter. Wo waren wir? Wo waren wir? Dann ging es weiter mit Testo E. 250 Milligramm E4D bis Juni und irgendwann im Juli dann 250 E3D. Und zwischendrin war mal 1 bis 2 Wochen lang Ment drin. Jetzt wird es interessant. Ment drin, aber das Daily Injecten ging mir irgendwann auf die Nerven, sodass ich es nicht durchgezogen habe. Das erste Mal Ment war 10 Milligramm ED und das zweite Mal 2 Wochen 50 Milligramm ED. Das Zweimoment war dann auch der Zeitpunkt, wo ich von 95 auf 98 Kilo gesprungen bin. Ich habe alles nicht genau im Kopf, aber so müsste es in etwa gewesen sein. Geil, Moment. Alter, wie kommt der denn darauf? Ja, also, für Leute, die das jetzt nicht wissen, Ment ist Trestolon. Das gibt es auch oral verfügbar, gibt es auch zum Injecten, kommt auf den Koch an. Ist so ziemlich das Stärkste außer Halotestin, was man sich so reinfahren kann. Von der Wirkung her müsst ihr euch das so vorstellen wie eine Mischung aus Dianabol und Trenbolon. Ist das nicht dieses Methyltrianolon auch oder ist das wieder was anderes? Ist das nicht der gleiche Wirkstoff? Ja, also vor allem das Ding ist, das ist im Prinzip ursprünglich mal die Pille für den Mann gewesen. Also das kastriert dich auch so ein halbes Jahr, Das wenn du Zeug das ist nimmst. geisteskrank. Das ist, also wir haben jetzt gerade einen Sprung gemacht. So, Ja. okay, der 900 Milligramm Stack war zu viel. Aber das ist das stärkste Oral und er hat es ja nicht mal als Oral, er hat es als Inject, ne? Hat als Aber Inject genommen. das Ding ist so, das macht aus Leber Styropor und zerfetzt sie. So, vor allem, Ja. wenn du es oral einnimmst. Und Ja. da, also da, kann es sein, dass dein Umfeld dich durchaus etwas unterschiedlich wahrnimmt, weil das wirkt auch sehr stark wesensverändernd. Ja, auf jeden Fall. Hast Also du das mal das probiert? ist ja, ja, habe ich mal probiert. Aber tatsächlich auch oral. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, zu der Zeit, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, ob das jetzt mehr geknallt hat als irgendwas anderes. Also das war mit Sicherheit schon heftig, keine Frage. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt nichts. Also ich fand Halotestin krasser, bin ich ehrlich, so Ja, von der deine Wirkung her. Halotestin-Story kenne ich ja. Die ist ja auch nicht so angenehm, aber trotzdem ist das, also Halotestin hat einen viel größeren Effekt auf meine Psyche gehabt als das Ment. Vom Ment habe ich aber schon schweinemäßig zugenommen. Also es muss zumindest so gewesen sein, weil ich erinnere mich an eine Szene aus dem Fitnessstudio, wo ich an einem Samstag mal Rücken trainiert habe und ich habe mir vorne Wasser aufgefüllt und eine Kundin, die bei mir schon lange trainiert hat, die kam dann zu mir und nahm mich dann so beiseite und sagte, also Jan, so langsam reicht es aber auch mal. Da habe ich so gedacht, okay, geil, knallt. Also muss schon optisch auf jeden Fall. Mir ist das jetzt nicht so aufgefallen. Ich war da in der Offseason, ich habe das erste Mal weit über 100 Kilo gewogen und war nicht gut in Form. So. Dumm eigentlich, das da auch zu nehmen, aber man macht ja Fehler in der. Ist halt nun mal so, ne? Okay, also Jan, Ja. ich, ne, das möchte ich jetzt mal dich machen lassen. Du bist ja immer Ja. so wohlwollend. Ich möchte jetzt mal gerne hören, was du zu dem Ment sagst. Ich fange erstmal nochmal, würde ich sagen, noch einmal ganz kurz hier an, nur um das mal einmal noch gesagt zu haben. Also Ja. die Intervallverkürzung von E4D von E5 auf E4 auf E3 finde ich sinnvoll. Die Frage ist aber auch, ob man da bei der Dosierung hätte bleiben müssen, was der E2 gesagt hat in dem Fall. Weil kann natürlich sein, dass da Estradiol schon dann bei E3D 250 ohne Aromatasehemmer eventuell zu viel ist. Wir sind dann immerhin bei über 500 die Woche das erste Mal Ja, an also reinem das ist Testosteron. Intervall ist super, Dosis wieder mal too much. Also wir merken schon den Hang dazu, sehr gerne mit hohen Dosierungen Steroiden zu spielen. Auch das Testo wird hier so, as if it was nothing, wird einfach mal verdoppelt kurzerhand. Also nicht Ja. verdoppelt, aber, ne? Ist Ja, krass. das Also ich muss dir ganz, ich habe ein Riesenproblem mit dem Ment an der Stelle. Ja, Weil ich deswegen wollte finde ich es das dich auch mal so sagen lassen, weil du komisch. bist bis jetzt immer Ja, so, also. ich finde das gut, ich finde das dies. Deswegen, also jetzt hätte ich einfach mal gerne gehört, ob du dazu noch irgendwas Gutes zu sagen hast.
Also erstmal finde ich gut, dass er sich Inject geholt hat, weil das meistens immer der hochwertigere Wirkstoff ist als irgendwas zum Schlucken. Ist auch nicht was ich ganz aber so scheiße finde, megaschädlich. was ich ex ja, aber trotzdem, aber was ich extrem scheiße finde, ist, dass er gesagt hat, mir ging das Daily Injecten auf die Nerven. Das finde ich total unsympathisch, weil wenn man den Sport auf dem Level macht und auch 900 Milligramm die Woche fahren will, dann geht man auch mit allen Konsequenzen mit und lernt auch den Prozess zu lieben und dann ist das nun mal so. Und ich finde Daily Injects zum Beispiel sehr sinnvoll, weil man hat nicht so riesige Mengen, man hat eine viel weniger Spiegelschwankung, man kann mit viel kleineren Spritzen arbeiten, hat nicht diese riesen Öldepots, du kannst viel mehr Spots benutzen, die erholen sich dann auch schneller, du hast eine geringere Abszessgefahr. Es ist alles besser, wenn du mit weniger pro Gabe arbeiten kannst und das bedingt ein höheres Intervall bei gleicher Menge oder höherer Menge. Das finde ich nicht so gut, weil früher oder später muss man sich, wenn man sich natürlich mit solchen Mengen auseinandersetzt, auch mit diesem Intervall einfach verkürzen. Das ist einfach so. Also so sehe ich das. Und ja, ich habe halt ich habe halt schon ein Problem damit, dass du sagst, wenn man das auf dem Niveau macht, er macht das nicht auf dem Niveau. Er bewegt sich absolut nicht auf dem Niveau, dass er diesen ganzen Stoff nehmen kann. Er bewegt sich nicht auf dem Niveau, dass er Ment nehmen kann. Er bewegt sich auf gar keinen Fall auch nur in der Nähe dieses Niveaus. Und genau deswegen ist das absolut schwachsinnig. Das sage ich ganz selten, aber dass er hier Ment genommen hat, war einfach absolut schwachsinnig. Und, also bei mir hat das, ja, in meiner Welt hat auch Ment eigentlich fast keinen vernünftigen Einsatzzeitpunkt. Weil du hast zwar diesen extrem vollen Look, aber wann brauchst du den? Also wann brauchst du den wirklich? Du kannst ja, wenn, in der Offseason. Wenn du es unbedingt als Hartmacher nehmen willst, dann eher Halotestin wahrscheinlich. Da ist Ment wahrscheinlich dann auch nicht die erste Wahl. Ja, oder einfach einen vernünftig ausbalancierten Cycle mit Winstrol oder anderen Geschichten, wo man hart von will. Also diese Härte bei gleichzeitig wässriger Fülle, die ist ja eigentlich kontraproduktiv für den Blutdruck. Damit zerschießt man sich auf Dauer dann natürlich auch die Nieren, wenn man gleichzeitig noch fett ist, was ich jetzt einfach mal unterstelle bei 26 Kilo Gewichtszunahme innerhalb von 6 Monaten. Dann kommt noch dazu, dass man natürlich dementsprechend auch andere Nebenwirkungen haben kann auf die Verdauung, was auch nicht optimal ist im Aufbau. Und wenn ich das Ganze dann überlege, in der Diät zu nehmen, ich kann auch teilweise Wasserschwankungen damit sehr, sehr schlecht kontrollieren. Also, wie gesagt, für mich hat das eigentlich keinen optimalen Einsatzzeitpunkt. Wann man, deswegen ist es irgendwie so ein Ding, was halt so für den Fitnessstudio-Effekt ganz cool ist, weil man halt einfach der prallste und vollste ist. So kraftmäßig bekommt man auch einen ganz guten Schub, aber nicht für den Preis. Und wann man das machen kann, ist zum Beispiel, wenn man eine Diät startet mit einem extrem hohen Kaloriendefizit als Kickstart. Aber selbst da würde ich das nicht machen. Auch unverhältnismäßig. Es ist, genau. Und es ist schon, hast es sehr gut gesagt, das ist schon sehr abseits von auch einem praktischen Einsatzgebiet. Ist das einfach nur, das ist so eine typische Pumperdroge. So wie die Prohormone. Die dich einfach nur scheiße prall machen, deine Leber komplett kaputt machen und keine Idiot nimmt, die im Wettkampfsport nur irgendwelche Dullis, die sich im Studio aufpumpen wollen. Nur die lassen sich diese Prohormone andrehen. Und die keinen Bock auf Spritzen haben. Richtig. Teilweise auch, ne? Weil die Prohormone sind ja oftmals Orals, ne? Also Haludrol und MAST und was ist das? Ich hoffe, er weiß, dass zu deuten, ist nicht böse gemeint, aber ich muss hier auch irgendwo, wir sind ja dafür da, dass wir Bewertungen mitgeben. Und ich kann, denke ich, auch für Jan mitsprechen, so einen Stack hätten wir, wenn du in einem anständigen Coaching gelandet wärst, so wie bei mir oder bei Jan, dann wärst du zu dem Zeitpunkt immer noch auf Testo gewesen, hättest vielleicht ein paar Kilo weniger zugenommen, aber hättest eine unfassbar gute Muskelqualität gehabt und vor allem würdest du ein ganz anderes Mindset entwickeln, eine ganz andere Beziehung zu Stoff. Aber ich nehme an, du bist jung, deswegen verstehe ich dich, weil ich habe genau so eine Scheiße auch gemacht, nur hatte ich vorher schon bestimmt 10 Jahre trainiert, aber das soll jetzt auch nicht die Wertung sein. Ich verstehe deine Ungeduld. Ich verstehe, dass du dich ausprobieren wolltest. Ich verstehe, dass du, das stützt auch das, was Jan vorher gesagt hat, dass du wahrscheinlich im Studio so ein bisschen mehr gelten wolltest. Das verstehe ich auch. Und das hast du damit höchstwahrscheinlich erreicht. Aber wenn wir hier unten lesen, wenn ich mal weiterlesen darf, durch das Ment war der Zeitpunkt, als er von 95 auf 98 Kilo gesprungen ist. Ja, wow, 3 Kilo. Hat sich gelohnt. All the water. Was wahrscheinlich sowieso Wasser. Schon hoch war. Ja. 3 Kilo also, Wasser mehr. Der Körper wollte ihm nicht mehr Wasser geben, aber das Ment hat noch für 3 Kilo gesorgt. Super. Das
Vielleicht bei Milos Sarchev im Coaching. Das könnte sein, wie sich der Plan hielt. Aber dafür ist es zu wenig Zu Insulin. wenig. Es ist auch insgesamt zu wenig von allem dafür. Ja, gut. Also jetzt, wir haben das ja gerade schon vorweggenommen. Nach 6 Monaten bin ich von 72 Kilo auf 98 gekommen, was natürlich viele Nebenwirkungen wie zu viel Wasser, Fett und eine katastrophale Ausdauer mit sich gebracht hat, weswegen ich dann kurzerhand beschlossen habe, Hardcore zu diäten. Also auch wieder Hardcore. Was wir hier für Also, Phasen durchmachen. Die Hardcore-Diät das wird soll schon bestimmt alles immer schnell interessant. gehen hier. Ja, die Diät Ja, wird bestimmt die Diät. interessant. Ja, es ist jetzt aber auch noch nicht interessant, wie sich hier ernährt wird und wie viel Cardio gemacht wird, sondern die Diät begann mit Testo E 250 Milligramm E4D. Oh, jetzt. Entschuldigung, Ja, wenn Diät, so, wenn nochmal. Diät dann richtig. Wenn Diät, dann richtig. 250 Milligramm Testo E E4D. Entschuldigung. Und 125 Milligramm Trenbolon Enanthat und T3. Das über 2 Wochen. 2 Wochen hat er durchgezogen. Von 25 Mikrogramm auf 75 Mikrogramm getapert wurde. Ach so, innerhalb von 2. Jetzt verstehe ich. Also er hat nicht die Diät 2 Wochen gemacht. Entschuldigung, das war falsch von mir. Alles gut. Er hat innerhalb von das T3 von 25 auf 75 hoch gesetzt. Die Diät ging dann Mitte August los und zog sich 6 Wochen bis Anfang Oktober. Ordentlich Zeit eingeplant. Also 6 Wochen Zeitraum, da kann man zwar schon einiges schaffen, wäre mir jetzt aber auch wieder ein bisschen zu kurz. Ist gleicht dem ganzen Schema, das bisher an den Tag gelegt wurde. Wenn was passiert, muss es schnell passieren. Stoffkeule hoch 10. Also von dem Zeitpunkt aus, jetzt einfach nur mal die Ausgangslage, 98 Kilogramm, scheiße viel Wasser. Ich habe einen Fehler gemacht. Punkt. Ich habe einen Fehler gemacht. Kommt vor. Was mache ich also? Ich nehme alles Überschüssige raus, setze ein Kaloriendefizit. Und wahrscheinlich hätte ich nur Testo und Drosta drin lassen müssen. Das hätte schon gereicht. Und mit einem Kaloriendefizit wäre ich innerhalb von 12 Wochen, wäre ich ein bisschen wie auf Anfangsniveau mit ein paar Kilo mehr. Aber die wären ehrlich, die paar Kilo mehr. So. Und das wäre okay. Ja, aber auch ein paar Kilo mehr ist ja schon ein wahnsinniger Erfolg für ein Dreivierteljahr Arbeit. Ja, ist es. Also wenn ich jetzt Wir sehen es halt anders. so, also guck mal, das sind jetzt 26 Kilo, die der zugenommen hat. Ich habe in meiner kompletten Karriere, und ich bin jetzt im 14. Trainingsjahr, fast 15., habe ich 45 Kilo Qualität aufgebaut. Und das hat aber ja auch gedauert. Also ich meine, das hat diese 14 Jahre auch gedauert. Oder von mir aus 13. Ich meine, seit einem Jahr habe ich mich ja nun eher verschlechtert als verbessert, aber so ist das nun mal. Dennoch ist der Faktor Zeit. Du kannst das Gras nicht zum Wachsen bringen, wenn du dran ziehst. Du musst es gießen und Sonne drauf packen, so. Und das ist alles, was geht, ne? Und dann musst du abwarten. Und das ist das, ne? Was halt wieder das Problem ist. Und das wird auch im nächsten Absatz ganz deutlich. Als ich 85 Kilo erreicht hatte, fing der Bodybuilder-Komplex an, da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen, und ich sah im Spiegel jemanden, der nie trainiert hat, und daher beschloss ich, die Diät zu beenden und in den Recomp zu gehen. Alter, ist das Das ein ist Hin das, und was ich Her. vorhin gesagt Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ne? 85 Kilo von 72 auf 85, da wird ja trotzdem noch viel zu viel Fett dabei gewesen sein, weil die Ausgangslage mit 72 Kilo war ja schon fett. Also da war Der ja noch, wird der hat ja keinen Sixpack gehabt mit 72 Kilo, der war nicht froh sein vordefiniert, also können, hätte er in dem Zeitpunkt 75 Kilo trocken gewogen, hätte er eine Diät anständig gemacht, hätte er froh sein 72 trocken. können. 72 trocken hätte mir gereicht, weil das Hätte er wäre froh schon sein mal mehr können. Muskulatur und weniger Körperfett gewesen. Natürlich ist 72 ein Scheiß. Ja, aber du musst die Kacke auch erstmal 10 Jahre machen, bis du gut aussiehst. So ist Ja. Fakt. So, was willst du denn da Also sagen? das ist Das kannst du nicht. absolut. Du fährst hier halt gerade die Blaupause, wie man keine Muskeln aufbaut und nur Wasser zieht und Fett aufbaut langfristig, plus seinen Hormonhaushalt krass gegen die Wand fährt. Das ist eine konstruktive Kritik. Du hättest zu diesem Zeitpunkt immer noch auf 250 Milligramm Testo-E sein müssen pro Woche und hättest schon viel mehr Boden gut gemacht als jetzt. Aber deswegen machen wir das. Das ist ein gut gemeinter Rat an dich. Und du brauchst das auch nicht rechtfertigen, du brauchst dich nicht verteidigen. Brauchst dich nicht angegriffen fühlen, wir meinen das gar nicht böse, wir haben dieselben Fehler auch gemacht. Es gibt kein Szenario, in dem du das hier rechtfertigen kannst. Gibt es nicht.
Deswegen nimm das wirklich an. Nimm das einfach an. Und du kannst es ja ab jetzt nur noch besser machen. Aber gut, der Bodybuilder-Komplex, also krass. Erzähl. Ja, deswegen, ich sage aber jetzt gerade Bodybuilder-Komplex. Ist das denn der Bodybuilder-Komplex, dass man Dinge nicht zu Ende führt? Sehe ich nicht so. Nee, seh klar. Ich gar nicht so. Das hast du natürlich sehr schön gesagt. Sich zu schmal und zu schlecht zu fühlen, zu wenig Muskulatur zu haben, zu schlecht in Form zu sein. Das ist ein verzerrtes Selbstbild, ein sogenannter Adonis-Komplex. Das gibt es auch in der Psychologie als wirkliches Krankheitsbild, psychisch gesehen. Das haben wir praktisch alle. Das ist normal in gewisser Weise. Aber das heißt ja nicht, dass ich meine Ziele danach ausrichte. Meine Ziele richte ich immer noch nach einer Zeitleiste aus und nach meiner Gesundheit. Das sind die beiden Punkte, die so. Das heißt, auch wenn ich Wettkampfathlet bin, muss ja nicht jeder Wettkämpfe machen, aber auch viele Hobbyathleten setzen sich Ziele, Fotoshooting, Sommerurlaub, was weiß ich. Oder halt eben den Wettkampf. Das heißt, ich habe ja eine Jahresplanung. Ich weiß, ich muss im Herbst auf der Bühne stehen oder ich weiß, ich muss im Sommerurlaub gut aussehen. Dann weiß ich, was ich ab Januar zu tun habe. Entweder ich baue dann noch auf, weil ich relativ wenig Körperfett habe, oder ich gehe da schon in die Diät, weil ich sagen will, ich will nach hinten raus vielleicht mit Refeeds arbeiten oder einem Diet Break oder was auch immer. So plant man sich das, wenn man Ahnung von der Sache hat. Und bevor ich diese Sachen alle nicht weiß, nehme ich gar keine Steroide. So. Und dann mache ich das. Und wenn ich jetzt merke, es läuft vielleicht nicht in die richtige Richtung, und dann sagt, ich bin zu flach und so. Manche Athleten schreiben mir auch, ich fühle mich zu flach, wenn die in der Wettkampfdiät sind. Da sage ich immer, nein, das ist immer noch zu viel Fett. Mehr Muskeln haben wir leider nicht. Leider. Natürlich. Es wäre es schön, wenn wir jetzt 5 Kilo schwerer wären. Ja, richtig, genau. Fülle kriegst du innerhalb von 24 Stunden wieder rein. Aber du kannst nicht innerhalb von 24 Stunden Fett verbrennen. Das ist ein Prozess, der dauert Wochen und Monate. So, das heißt, wenn ich mich jetzt flach fühle, ja, dann esse ich einen Tag ein Kilo Carbs und sehe aus wie Gott. So, fertig. Ja. Aber das funktioniert nur mit einem niedrigen Körperfettanteil. Den muss ich erstmal haben. Und wenn ich dadurch mich irgendwann mal dünn fühle, dann bin ich noch dünn. Ja. Und auch, weißt du, und auch ein Big Ramy wird sich jetzt gerade mit seinen 130 Kilo dünn fühlen, weil er auch weiß, wie es ist, 160 zu wiegen. Da hat man einen besseren Pump, ja. Und wenn ich jetzt mit 80 mich flach fühle, ja, dann geh auf 75 runter und lade dich dann auf. Was meinst du, wie du dann aussiehst? Also, so funktioniert das leider nicht. Ne? Das ist ja, halt ganz, 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 ganz wichtig. Auch noch hinzufügen, dieser Bodybuilder-Komplex oder der Adonis-Komplex, der hat ja eine Fußnote. Man fühlt sich so, obwohl es in einer Unverhältnismäßigkeit zu dem Aufwand steht, den man leistet. Das bedeutet, du tust alles, du ziehst nonstop durch, du setzt alle Hebel in Bewegung, du bist der disziplinierteste Mensch in deinem ganzen Umfeld, aber du fühlst dich immer noch am dünnsten. Das ist der Adonis-Komplex. So. Und das ist hier nicht gegeben. Also diese Fußnote ist hier nicht gegeben. Ne? Das sind einfach so kleine Impulse, die jeder auch bei mir im Coaching hat, vor allem die Anfänger, das sind die, die immer Entertainment erwarten. Da habe ich dann auch immer eine ganz ruhige und coole Art, das denen so auch über dieses Entertainment beizubringen, dass das eben nicht so zu laufen hat. Wie gesagt, ich werf dir das nicht vor. Natürlich ist es ein Vorwurf im Endeffekt, aber du hattest niemanden, der es dir anders erzählt hat. Und dafür hast du jetzt im Endeffekt uns. Ganz einfach. Aber ich denke, du selbst bist mit dem Ergebnis dieses ganzen Hin und Hers nicht zufrieden. Wir haben hier schon so viele Höhen und Tiefen erlebt, schon so viel Aufbau und Diät. Und das jetzt schon, als wir angefangen haben zu lesen. Das macht ein Bodybuilder in 2 Jahren, was du da gerade beschreibst. Ja, oder in 10. Ja, also kommt immer auf den Bodybuilder an, aber ich gehe jetzt mal von einem normalen Bodybuilder aus, der erstmal 5 Jahre natural trainiert und dann 5 Jahre stofft und sich dann langsam hocharbeitet auf den Gramm. Ja, das sowieso. Ich meinte dieses Diäten aufbauen Ding. Weißt ja, du? Das ja, ist ja, so ein Zyklus ja, von 2 Jahren. Ja, stimmt, ja. Die Klar, Struktur, da fehlen die 5 Jahre Aufbau vorher, das stimmt schon. Ja, naja gut, es ist ja wie gesagt auch gar nicht schlimm, einen Fehler zu machen. Nö. Das kreide ich ja hier auch gar nicht an. Nur ist es ganz wichtig, eine bestimmte Einstellung zu diesem Sport zu lernen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, ja, ich mache ja alles richtig und so, dieser Adonis-Komplex, was du gerade erklärt hast, das stimmt ja. In so einer Situation war ich ja auch schon. Ich habe auch gedacht, ich mache schon alles viel besser und so. Und warum sehe ich nicht besser aus als der und der, der vielleicht sich nicht so viel Mühe gibt? Dann habe ich gedacht, okay,
Das kann ja nur an einer Sache liegen. Wenn du alles andere richtig machst, dann ist das deine Genetik. Das heißt, das ist dein Zustand, den du mitgegeben hast. Das sind deine Chromosomen, da kannst du nichts dran ändern. Deine DNA ist so, wie sie ist. So, da musst du halt das Beste draus machen. Da habe ich gesagt, alles klar. Wenn ich jetzt schon härter arbeite als der und trotzdem nicht besser aussehe als der, dann arbeite ich einfach noch ein bisschen härter. Und diese Richtig. Mentalität hat einfach dafür gesorgt, dass ich ein richtiges Schwein geworden bin mit diesen ganzen Sachen, was 100% geben kann und eher sogar übers Ziel hinausschießt. Ey, ich habe mich in der Diät, habe ich mir eine Leberentzündung hingehungert. So. Und Scheiße. mein Körper war im Arsch so. Und ich habe gesagt, ja, warum darf ich jetzt nicht auf den Wettkampf? Ich sage, ja, in 4 Wochen schaffen wir das nicht mehr, dann fällst du auseinander. So, dann musst du ins Krankenhaus. Haben wir abgebrochen. So war meine. Nicht, weil ich mich zu dünn gefühlt habe oder weil ich gesagt habe, ich bin flach. Oder so, zu dem Zeitpunkt habe ich auch nur 80 gewogen oder so. Ich gesagt, ja, ich mache noch, ich mach das weg, was weg muss. Eine Leberentzündung, ja, steht hier vielleicht auch im Raum. Ja, okay, machen wir mal weiter. Das, also der Recomp, den wir jetzt haben, das verlief ganz gut, dass ich dann im Oktober langsam auf die 88 Kilo ging. Ende Oktober kam dann nochmal Droster ohne Nebenwirkung, anderes ULAP ins Spiel, diesmal als Enantat und der Stack seit November war dann Testo-E, 250 Milligramm E4D, Tren-E, 125 Milligramm E4D, Droster-E, 200 Milligramm E4D, 6 bis 8 IU-HGH Oh. und 10 in Nee, der nee. IU Nein. Slin Pre-Workout und manchmal, je nachdem, wie es zeitlich aussah, nochmal 5 bis 10 IU Post-Workout. Also wir sind jetzt schon fast bei einer ganzen Bodybuilder-Karriere. Ja, also, wir haben oben noch nichts zu dem anderen gesagt. Da waren 250 Testo auf 125 Trennen. Sind wir beide ja immer der Meinung, dass es andersrum eigentlich besser funktioniert. Ja, Auf da der kann anderen man ihm Seite in hätte ich Anführungsstrichen zugutehalten, dass das Trend niedrig war. Aber es hätte hier halt auf auch der. einfach. Also es ist unverhältnismäßig vom Verhältnis zueinander. Hier hätte das Testo deutlich niedriger sein müssen. Ja, oben auch schon, das auch mit dem T3, das war natürlich alles auch wieder sehr mit der Tür ins Haus gefallen. Aber auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass das nicht umgekehrt gemacht hat, weil das ist ja das erste Mal Trennen und 250 E4D finde ich dann schon ziemlich viel für so, gerade weil du einen Enantat halt hast. Das heißt, wenn du dann die Nebenwirkung kriegst, das ist halt lange im System Ist so, halt die ist nächste halt nicht Kritik. geil. Trenbolon Enantat ist auch denkbar unglücklich gewählt. Weil du weißt nicht, wie du auf Tren reagierst, das ist dein erstes Mal und dann Enantat zu nehmen, ist schon russisch Roulette so. Ja, er hat ja keinen Bock auf so oft Injecten. Er benutzt ja immer lange Ester. E4D Ja. ist ja sein Intervall. Macht er ja die ganze Zeit so. Injecten ist halt auch scheiße, das macht ja keinen Spaß. Oh, findest du? Ich vermisse das schon manchmal. Weißt du, was ich immer hatte? Was ich noch habe, Ja. wenn ich das mal mache? Wenn ich irgendwas Neues mit reinnehme, dann freue ich mich auf den Inject Day. Immer. So, jetzt ist wieder soweit. Jetzt ist wieder. Ja, gut, also oben das können wir im Prinzip in einem Ding abfrühstücken. Also Dosierungen sind ja, auch wieder hoch halt, ne? Droster 200 Milligramm E4D noch dazu. Also auch direkt jetzt mit 6 bis 8 Einheiten HGH einzusteigen, ist natürlich auch, wenn man sich das leisten kann, cool, aber dann brauche ich ja nicht so viel Stoff. Jetzt ist halt auch die nächste Frage. Ich bin jetzt verwirrt. Das Trend ist ja noch drin. Sind wir noch auf Diät? Ja. Nee, Nee, das ist der Recom. Recomp. Okay, Der wir hat haben im einfach nur Recomp die. Trend behalten und nehmen aber einfach so, aus heiterem Himmel, nehmen wir 6 bis 8 Einheiten HGH und 10 Einheiten Insulin Pre-Workout. Alter, was musst du denn im Training machen, Also damit das aufrechterhalten wird? mit dem Stack ohne Aromatasehemmer, da könnte ich genau einen Bizeps-Curl machen und dann wäre mein Arm nicht mehr benutzbar, weil er einfach so fett wäre. Oder du kippst einfach um, weil Also, Händel mal 10 Einheiten mit Carbs. Wenn du da Pech ja, hast, hier fehlt, ja. der zweite Peak, der kann richtig böse kommen mitten im Training. Weiß nicht, was er da. Der wird wahrscheinlich, vielleicht kommt es noch,
Der wird 100 Gramm. Leck mich am Arsch, da unten steht es. Ey, leck mich am Arsch. Echt? Wirklich? 100 Gramm Malto. Guck mal, ich wollte es gerade sagen. Ey, leck mich doch am Arsch, Alter. Jetzt mal ohne Spaß. Stimmt, ja, was ja. Zur Hölle? 100 Gramm Malto. Okay, 80 bis 100, Entschuldigung. Ja, also ich habe, als ich das erste Mal Insulin genommen habe, habe ich 5 Einheiten genommen und ich bin schon, boah, da bin ich schon echt, und ich war da auf TRT, das war 5 Einheiten, also entspanntes Testosteron, ja, und die haben richtig, also da kam einer zu mir an und hat gesagt, du siehst aus wie ein Profi jetzt auf einmal, was hast denn du heute genommen? Hab ich gesagt, Novo Rapid. Und ja, das war meine erste Erfahrung mit Insulin. Das waren 5 Einheiten und ich habe wirklich, ich war auf 125 Milligramm. Ich schwör's dir. So, 5-3, ich habe nicht viel Steroide genommen. Da geht richtig was. Ja, ich habe in gezielt im Übrigen, da habe ich damals noch mit dem Sascha Schüller drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, auch guter Coach. Und, der von den Maschinenbau-T-Shirts gab es früher mal. Mhm. Vielleicht kennst du. Mit dem habe ich damals drüber gesprochen. Der hat mir damals viel geholfen, weil ich mich damals noch nicht mit dem Insulin so gut auskannte. Und der hat auch gesagt, nee, erstmal nur 5, probier erstmal locker aus. Und da habe ich zu ihm gesagt, macht das Sinn, wenn ich vorher meine Steroide alle ein bisschen runterfahre, damit ich weniger Wasser im System habe, weil es ja auch belastend für den Organismus. Ich war schon ziemlich schwer. Er hat gesagt, ja, mach THT und dann fängst du mit Insulin an, dann kannst du langsam den Stoff wieder rauffahren. Und das war richtig schlau. Mhm. Richtig schlau. Jetzt okay. Mal ohne Spaß. Ich würde jetzt mal ganz kurz einen Switch machen wollen, weil wir das bisher meiner Meinung nach sehr vernachlässigt haben. Ich würde mir gerne nochmal alle Bilder mit dir angucken, bei all dem, was wir bisher gehört haben. Können wir machen. Gerne. Hast du das Bild mit dem Spiegelflex? Im Badezimmer? Wo sein Gesicht unkenntlich ist? Badezimmer. Oder im Fitnessstudio? Badezimmer. Fitnessstudio habe ich keins. Also muss ich halt wirklich sagen, das sieht immer noch aus. Das? Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ist jetzt, mir ist das gerade völlig egal, weil du kannst es so oder so legen, ob das jetzt Diät oder Aufbau ist. Das ist einfach gefühlt keine Muskelmasse für den ganzen Stoff. Und ich sage das sehr selten. Ich sage das wirklich fast nie. Aber wenn, ich weiß, ich hasse es, wenn jemand sowas sagt, aber dieses Mal muss ich sagen, ich würde denken, der ist netti und trainiert erst seit einer Weile. Ja. Manche, die nicht trainieren, sehen genauso aus. Manche Schulsportler sehen in der Pause, sehen die so aus, deine Schulkameraden. Die sehen so aus. Ja, die im Sommer bei uns Glasfaser verlegt haben, die Bauarbeiter, die Straße aufgemacht haben, die sehen auch so aus. No hate, aber ist so. Also die graben halt die Straße um. Gut, die nehmen vielleicht auch ein bisschen Testo. Weiß nicht, ob die trainieren gehen, aber die sahen auf jeden Fall auch krass aus. Und so, ne, also das ist jetzt kein Bodybuilder-Körper, noch nicht. Das einzige Bild, wo er halbwegs gut kommt, ist das, ich glaube, das hat seine Freundin fotografiert, wo er da im Wohnzimmer steht. Mit der Latzbrett? Ja, da hat er ein bisschen Schultern und Brust bekommen. Aber ist auch noch weit weg von jeglicher Muskelqualität, die signifikant wäre. Vor allem bei all dem, was da drin ist. Du hast was sehr Schönes gesagt. Man hat irgendwann, aber dazu muss halt auch Muskelqualität da sein, man kriegt so diesen 3D-Look, vor allem mit Insulin und so weiter. So, dass Leute dann kommen, bei mir war das auch so, als ich auf Wachs und Insulin war, die Leute kamen, meinen so, Alter, so nach dem Motto, wie wächst du bitte? Alles ist 3D, es springt mich jeder Muskel an, was ist das? So, du hast plötzlich Details, die haben Leute noch nie gesehen. Leute machen dich auf deine Details aufmerksam. Die sagen, ey, was ist denn das? Bei mir kamen die Leute, ey, was hast du da für eine Ader im Rücken? Ey, was hast du da für eine Teilung im Bizeps? So, ne, und das bei 120 Kilo oder 115 Kilo. Das sind die Sphären, in denen man sich da bewegt. Das, was er hier hat, ich habe, liebe Grüße an Jeremy, ich habe einen Netty, der geht jetzt im Frühjahr auf die GNBF, der sieht besser aus, viel besser. Und der ist, wie alt ist Jeremy? 24? Ja. Der sieht deutlich besser aus. Ja, also was ich bei den Bildern schade finde, ich sehe kein einziges Bild, wo wir mal einen Körperfettanteil haben, der auch nur annähernd auf Bodybuilding hindeutet. Das könnte für mich, könnte der jeden Sport machen außer Bodybuilding, weil Bodybuilding ist für mich immer auch ein niedriger Körperfettanteil und Fleißarbeit. Richtig. Weil also sich nicht mal richtig abgezogen zu haben, ist für mich immer,
er hat irgendwie dann keinen Respekt so von mir, weil das ist halt das Harte. Einen Ernährungsplan über lange Zeit durchzuziehen, sich wirklich runterzurocken, mal einen einstelligen KFA über eine Zeit zu halten, das ist halt das, was wirklich Bodybuilding ausmacht. Mhm. Und das hat ja auch nichts mit dem Gewicht zu tun oder mit der Muskelmasse, sondern einfach wirklich erstmal eine gute Form zu bekommen. Ne? Und ob derjenige dann 65 wiegt oder 85 oder 105, ist ja erstmal egal. Ich denke auch, wir haben hier eine ganz große Problematik mit dem Training. Weil mit dem vielen Stoff, klar kann da nicht viel passieren. Stoff ist kein Zaubermittel, aber da muss doch auch mehr Ertrag rumkommen. Da muss doch, also selbst wenn das Gewicht da ist und die Masse da ist, du siehst ja null Details irgendwo. Du siehst ja gar nichts Ausgeprägtes. Aber richtig, aber wo? Aber da sind wir wieder beim Faktor Zeit. Wo soll die Qualität herkommen innerhalb von einem Dreivierteljahr? Ja. Also ich habe nach einem Dreivierteljahr Training genauso ausgesehen wie vorher. Und ich wusste auch gar nicht, dass es Steroide gibt. Da hat mir der Erste das erste Mal überhaupt gesagt, dass man einen Eiweißshake nach dem Training trinken kann. Mich immer gewundert, warum die sich da vorne so dickflüssige Scheiße reinziehen. Habe ich überhaupt nicht nachgefragt. Ich dachte, hier ist doch ein Sportzentrum. Warum trinken die das alle? Ja, und heute kann bist ich du nach, gar nicht mit aus. Heute bist du nach der Zeit schon gefühlt alles durch, was die Steroidwelt zu bieten hat. Inklusive den mit härtesten Komponenten überhaupt. Ja, also heftig. Das ist Wahnsinn. Also ich kann ja hier nochmal fertig lesen, was die Steroide angeht. Vielmehr interessiert mich eigentlich aber auch noch die Ernährung. Da stehen ja auch noch ein paar Sachen gleich zu mit drin, weil das natürlich auch immer ein Faktor ist, den die meisten Leute nicht wirklich gut auf die Reihe kriegen. Und auch ein extrem wichtiger Punkt, weil du hast die Komponenten Training und du hast die Komponenten Treibstoff und das ist nun mal deine Ernährung und die beiden sind ja eigentlich viel wichtiger als die ganze Scheißchemie. Mhm. Die Chemie ist ja nur dafür da, dass du besser regenerierst und die Nährstoffe verwerten kannst. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man deswegen Muskulatur aufbaut. Du musst dann einen Reiz setzen und also das wäre jetzt im Prinzip genauso, als wenn ich die besten Baugeräte von Makita, was weiß ich, auf eine Baustelle lege, aber ich habe weder Arbeiter noch Ziegel und Mörtel. Mhm. So, die Steroide ist mein Baugerät, die Arbeiter sind das Training und die Substanz vom Haus ist die Ernährung. So, und die Arbeiter können natürlich mit minderwertigem Werkzeug das Haus auch bauen. Das geht natürlich schneller, wenn sie gutes Werkzeug haben. Das sind die Steroide, aber Ziegel und Mörtel und Arbeiter sind durch nichts zu ersetzen. Ja. Das ist schon, so. Das ist schon, ey, sowas, so ein starkes Stück habe ich selten gelesen. Ich glaube, fast noch nie. Ja, ist heftig. Ist echt heftig. Ja, also wir nehmen jetzt das Trend auf jeden Fall mal raus. Ich kann ja nochmal weiterlesen. Das Trend kam vor kurzem raus. Aber wir wären ja hier nicht im Bodybuilding-Bereich, wenn wir nicht statt dem Trend die nächste Keule nehmen würden. Und sind je. Also sind jetzt auf je 300 Milligramm Testo E, Droster E, Decker die Woche. Weißt du, das Ding ist halt auch, dass die Dosierungen, die einzelnen, sind so dermaßen random. So, Hauptsache 300. Überhaupt keine, da ist überhaupt gar keine Sinnhaftigkeit bei jeder einzelnen Dosierung. Da wurden sich keine Gedanken gemacht. Testo E 300 Milligramm von mir aus. Decker, warum überhaupt Decker? Egal, selbst wenn Deka, ja, Nandrolon-Derivat, höher als das Testo, Testo vielleicht ein bisschen niedriger oder umgekehrt, wie auch immer. Ich hätte Testo niedriger, Deka ein bisschen höher, 300 Milligramm Deka die Woche ist so am Rande des Gelenk-Supplement-Effekts, aber ein bisschen Anabol, aber bringt eigentlich nicht viel. Und dann sind wir wieder bei 300 Milligramm Droster die Woche, die finde ich am allerrandomsten, wenn es das Wort gibt, weil 300 Milligramm Droster die Woche bringt halt auch nichts. So, das ist einfach viel 300, zu wenig. 300 ist doch der Film auch mit den Griechen, mit den Sixpacks und so. Ja, ist sein Lieblingsfilm. Die sind doch auch gut in Form für die damalige Zeit. Wahrscheinlich hat Gerard Butler damals seinen Stack gegeben. Veröffentlicht und hat immer gesagt, bei allem einfach 300. Der hat im Übrigen im Film eine leichte Gyno. Echt? Habe ich neulich erst wieder gesehen, deswegen, ja, sieht man in einigen Szenen. Aber gut, der sieht ja sonst normalerweise auch nicht so aus. Also der hat sich für den Film bestimmt schon ganz schön den Arsch aufreißen müssen, damit er so ausschaut. Alter, das ist wirklich, wenn man mal in allen anderen Filmen, so nicht mal in Gladiator sah der so aus. Der hat für den Film einmal richtig rausgehauen und dann hat er wieder Bäuchlein gemacht. Aber trotzdem, Hammer Schauspieler, krasser Typ.
Ja, auch ein richtig, richtig guter Film. Toll gemacht, tolle Kontraste, bisschen überzogen und ein bisschen einseitig dargestellt, aber sehr schön. Nächstes Mal machen wir einen Oh, Filmpodcast, dann sehr können gute wir Idee. nochmal. Können wir mal wirklich über Batman uns richtig auslassen? Wurde ich jetzt schon gefragt, alle sagen, Ja. Alter, du bist ja sogar ein sehr guter Filmkritiker. Na, müssen wir vielleicht mal machen. Ja. Wir können ja einen zweiten YouTube-Channel aufmachen, wo wir weekly noch einen Podcast von der Kinoreview machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet. Aber da Ob müssen wir wir uns das auch tun einig sollen. sein. So. Guckst du denn zum Beispiel auch Star Wars? Wenn wir das als offiziellen Arbeitsauftrag haben, dann setze ich die Ja, aber Kinokarten Star von Wars der musst du Steuer ab und gehe fühlen. Du musst dahin. jetzt schon mit der ganzen Saga vertraut sein. Ja, aber es kann ja auch sein, wenn du jetzt ein Fan bist, dass deine Sicht eingenebelt ist und meine objektiver, weil ich einfach der Sache nicht so, also ich, möglich. Okay, hast vielleicht recht. Okay. Ich schreibe es in die Kommentare. Ja, dann. Gewicht ist von 92 auf 93 Kilo, sowas. 92, 93 Okay. im Moment. Intra gibt es 80 bis 100 Gramm Malto, 30 Gramm EAAs, 9 Aminos und Darauf 15 Gramm Kreatin. wurde immerhin geachtet. 15 Gramm Darauf wurde Kreatin, geachtet. wahrscheinlich auch, weil ihm irgendjemand erzählt hat, dass er dann im Training stärker wird damit. Also bei 15 Gramm Kreatin im Training könnte ich meine Übungen nicht machen, weil ich dauernd scheißen müsste. Fakt, Also also du auch müsstest doch Durchfall, wahrscheinlich schon bei keine 100 Gramm Chance. Malto scheißen. Ja, und das sowieso. Ja. Aber das Kreatin Ich spült's noch mal gut durch. Stimmt. Da, bin also nicht, ich bin nicht so, ja, also wir hatten, glaube ich, schon mal, dass wir irgendwie gesagt haben, 30 bis 50 Gramm Cluster im Training, und Cluster Arschlecken, ist noch alles, was sehr, sehr mehr gut ist. verträglich. Alles, was man jetzt unbedingt viel mehr an Insulin nehmen möchte, kann man ja noch mit der Pre-Workout-Mahlzeit auch abfangen und das dann einfach zu einem etwas früheren Zeitpunkt injizieren. Finde ich viel sinnvoller, weil also direkt Pre mehr als 5 muss ja nicht sein. Kennst du viele, die 10 Einheiten pre-nehmen? Ich kenne einen, der zu mir gekommen ist mit 25 Einheiten Pre, einer Packung Butterkekse und 240 Gramm Creavitago im Training. So, Das das war habe ich, der glaube ich, Typ, schon der mal den ganzen erzählt. Shaker Creavitago getrunken hat von seinem Ex-Coach oder was? Ja, sehr dickflüssig. Das war das Höchste, was ich bislang gehört habe. Also 25 vor der Pre-Workout-Mahlzeit fand ich viel. Ich weiß aber auch, dass es etliche gibt, die mit 100 über den Tag arbeiten. Also 25, 25, 25, 25. Gibt es viele, die das machen. Auch Lantus. heute noch. Nee, Novo. So ein Pen am Tag. Im Profibereich gibt es da schon einige, die das machen und auch im Hobbybereich leider auch. Also das ist schon ordentlich. Wenn man sich auf den Meisterschaften mal so unterhält, manche sind schon sehr, sehr hoch mit den Dosierungen. Da ist dann natürlich auch nicht mehr so viel Luft nach oben. Wäre schlauer, mit Lantus zu arbeiten dann an manchen Tagen, als immer 100 Gramm Novo. Ich meine, das ist ein ganzer Pen jeden Tag fast. Ne? Gut, es gibt auch 300er Pens, je nachdem, was man für einen Pen hat, aber trotzdem. Ja, also ich Heftiger finde die Scheiß. 80 bis 100 Malto halt zu viel. So, fertig. Definitiv. Auch 15 Gramm Kreatin. Das ist magentreibend, aber okay. Wir können ja mal zur Ernährung kommen. Jetzt kommt die Ernährung. Ja, Ernährung war bis zur Diät strikt 400 Gramm Kohlenhydrate, 300 Gramm Eiweiß und 90 Gramm Fett. Seit dem HGH bin ich bei 500 bis 600 Gramm Kohlenhydraten, 300 Gramm Eiweiß und 160 Gramm Fett. What? Einen festen Ernährungsplan gibt es nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Da ich Hobbykoch bin und so viel und oft variiere. Ach so, ach so. Die Ich bin einzige der Hobbykoch. Konstante, die, ja, die einzige Konstante, die jetzt bleiben wird, sind die 6 Vollkorntoastscheiben mit 100 Gramm Erdnussbutter und 100 Gramm Marmelade morgens nach dem Okay, ey, ich flippe hier aus, Aufstehen. Alter. Ich weiß, du bist eh nicht so der Toastfreund. Also ihr kommt wirklich Schlag auf Schlag. So, wenn es nach mir ginge, ich weiß aber, dass es dir genauso geht. Man macht hier eigentlich gerade alles falsch, was man falsch machen kann. Also hier ist, außer den 250 Milligramm am Anfang, nee, stimmt, die waren alle 5 Tage. Also hier ist noch nichts richtig gemacht worden. Hier ist wirklich noch nichts richtig gemacht worden. Und es gibt Wer tatsächlich isst kein denn richtig morgens oder 100 falsch. Gramm Erdnussbutter? Also wer, wie? Alter! It's Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time. Das schmeckt ja gut in der Kombination, keine Frage, aber 100 Gramm?
660 Kalorien oder so. Ja, du musst ja irgendwie auf 160 Gramm Fett kommen. 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ja, das ist, siehste, das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Warum, wenn man mit HGH reingeht, das Fett so drastisch raufsetzen? Weil man hofft, also das verbrennen zu können. Einfach nur, weil man gerne fett isst und sagt, okay, mit dem HGH spritze ich es mir wieder weg. So ungefähr. Ich glaube auch. Boah, das ist ja egal. Ist ein teurer Sport dann. Ja, das so nach dem Motto, ist ja andere, egal, verschwindet ja wieder. Gut, andere Spiele. Ich bin ja Hobbykoch. Ne? Kann man auch. Hm. Also jenseits von Gut und Böse. Also ich persönlich war, als ich das erste Mal HGH genommen habe, habe ich mich voll gefreut, dass das Fett, sage ich mal, jetzt auch weggeht damit. Also die Form verbessert sich ja auch, die Lipolyse ist ja angeregt. Ich habe jetzt gerade ein HGH-Video abgedreht, kommt demnächst noch auf dem Channel. Und das ist ja gerade schön. Du hast auch einen anabolen Effekt dadurch, dass du definitiv halt deine, durch die gesteigerte Lipolyse, deine Eiweiße und Kohlenhydrate ja viel besser schützt, gerade bei nüchternem Cardio. Also warum so viel Fett essen und dann auch nochmal? Also ist das das ist direkt wahrscheinlich, ja gut, wahrscheinlich nach den ersten Einheiten Wachs, ne? Ja. Ja. Damit decke ich 100... Ich bleibe konstruktiv. Okay. Also ja. In all dem Desaster ist der Toast hier tatsächlich mein kleinstes Problem. Ich finde, es zeugt halt, auch in einem HGH- und Insulinszenario zeugt es... Ist von mir aus die Marmelade mal angebracht, aber dieses, ey, dass du Toast mit Erdnussbutter und Marmelade in den utopischen Mengen zu dir nimmst, zeigt halt auch wieder, dass du keine anständige Ernährung aufnehmen kannst, so dass du dazu nicht in der Lage bist oder dass du nicht die Disziplin dazu hast. Ja, das stimmt. Also, ja, gut. Einige Athleten von mir haben tatsächlich auch Vollkorntoast mal als Alternative zu Kartoffeln oder Reis abends. In der Offseason, das kann man ja mal machen, wenn die Menge nicht extrem groß ist. Die essen ja trotzdem ihre 300-400 Gramm Reis und Rice Meal und sowas noch zusätzlich. Dann ist das ja, wenn das on top kommt, nicht schlimm. Aber das sollte halt nicht hauptsächlich aus Toast kommen. Nee, hier ist es die einzige Konstante. Das ist die einzige Konstante. Damit, jetzt kommt's, damit decke ich 170 Gramm, 70 Gramm Fruchtzucker davon, Kohlenhydrate, 50 Gramm Eiweiß und 60 Gramm Fett. Da ich auf dem Bau arbeite, sind Pausenzeiten sehr variabel und pro 7 Uhr bis 16 Uhr gibt es auch nur eine Pause, weswegen ich morgens gleich so reinhaue. Shakes. Ja. Machst dir morgens ein Rice Meal und zwar ein richtig großes, 150 Gramm oder so, und machst dir für die Pause auf dem Bau nochmal 150, da gehen sogar 200 Gramm. Es gehen morgens 200 Gramm, es gehen in der Pause nochmal 200 Gramm. Da kannst du ein bisschen Erdnussbutter reinkippen, kipp noch Beeren rein und dann hast du mega die gute Versorgung. Wirklich, von mir aus auch da ein bisschen Marmelade. Also why not? So, wenn es ein bisschen ist. Aber 70 Gramm Fruchtzucker direkt reinknallen muss ja auch nicht sein. Ich finde, ja, Fruchtzucker ist sowieso so eine Sache, ne? Also ich meine, Fruchtzucker hat ja nun in der Muskulatur, passiert da gar nichts. Das bleibt in der Leber hängen. Es kann sogar die Leber belasten. Ich habe einen Athleten von mir, der hat einen schlechten Gamma-GT-Wert bekommen, weil der zu viele Datteln gegessen hat. Das glaube ich aber. So, weil das einfach, Datteln haben ungefähr ein Drittel Fructose und 100 Gramm Datteln sind sehr schnell gegessen. Und wenn du eine Tüte mit 200 Gramm isst, das sind zwar jetzt ordentlich Carbs, vorm Training zum Beispiel oder so, ne? Weil wir haben über Trockenobst gesprochen. Ich habe gesagt, ich bin nicht so der Fan. Wenn du willst, kannst du es aber in dein Pre-Workout mal ein bisschen mit integrieren. Wir gucken, wie das läuft und so. Hab ihm noch eine Vorgabe. Es ist dann aber immer ein bisschen mehr geworden. So, und dadurch haben wir ein Blutbild gemacht. Und ich gesagt, Alter, was ist denn los? Ich nehme noch keine Orals. Ich gesagt, ja, nimm mal die Datteln raus. Scheiße. Kann bis zu einer Fettleber führen. Ja, ist bekannt. Ja, ist vor allem, wenn der Fruchtzucker sehr konzentriert ist. Das kann man entweder dadurch erreichen, dass man sich irgendwelche Werbescheiße aufschwatzen lässt. Von wegen, war ja auch gerade die Thematik mit Christian Wolf und Pamela Reif. Fruchtzucker ist nicht gesünder als Haushaltszucker, das stimmt nicht. Es ist nur eine andere Art, verstoffwechselt zu werden. Haushaltszucker enthält übrigens auch Fruchtzucker. Und das ist ein Irrglaube. Was ganz gut ist, ist, wenn man da sowas sirupmäßig oder sowas nehmen möchte, ist brauner Reissirup. Der ist relativ komplex und enthält fast nur Glukose. Schmeckt ähnlich wie so Zuckerrüben-Honig-mäßig so. Ich kenne nur den normalen Reissirup von den Wettkämpfen. Ja, genau. Der ist, aber es gibt halt, also der braune, ja, ob man jetzt braunen oder weißen. Also
so, der braune ist ein bisschen komplexer, ob das jetzt so viel Sinn macht. Aber das ist so eine gute Alternative dafür, zum Beispiel, wenn man da was haben möchte. Ja, gut, er also hat nur eine Pause. Ja, gut, aber ich denke auch zum Beispiel mit Haferflocken, Battle Whey, Erdnussbutter und ein bisschen Obst, sich so einen Smoothie-Shake fertig zu machen, ist besser als nichts. Und dann hat er noch eine Pause, wo er eine vernünftige Mahlzeit mit Reis, Hähnchen und Gemüse essen kann. Von mir aus noch ein bisschen Öl da drauf für die Kalorien und dann passt es. Sogar einfach in zwischen Frühstück und Pause ein Mastiff, Pause Rice Meal essen Geht und je auch. nachdem, wie viel Platz ist von der Pause bis zum Training, da vielleicht auch noch mal, keine Ahnung, so ein Pre-Workout Shake, entweder ein Mastiff oder was mit Banane noch mit ein bisschen Honig und so weiter reinknallen, so dass eben auch das Insulin ein bisschen mit abgedeckt ist und dann sollten maximal 50 Gramm Cluster reichen oder 40, wenn man denn der Meinung ist, so viel Insulin vom Training zu ballern. Was ich absolut nicht für notwendig erachte. Auf der Arbeit Drei gibt Brötchen. es meist drei Brötchen mit jeweils zwei Scheiben Leitkäse und 60 Gramm Clearway. Kenne ich gar nicht. Nee, was ist das denn? Kenne ich gar nicht. Von irgendeiner anderen Marke anscheinend, habe ich Klingt nie billig. gehört. Klingt, ja, klingt billig und eklig. Ja, ist es bestimmt. Also 60 Gramm Proteinjuice. Das kenne ich. Das sind dann nochmal 160 Gramm Kohlenhydrate, 82 Gramm Eiweiß und 41 Gramm Fett. Ja, Jo. also Somit deine schaffe Ernährung ich ist es. halt Mist. Drei Brötchen, mein Gott. Morgens Toast, dann gibt's Brötchen. Wir hätten, also, wir sind uns jetzt ja alle einig, auch alle, die zuschauen. Morgens kann man 200 Gramm Rice Meal essen, in der Pause kann man 200 Gramm Rice Meal essen. Es gibt eigentlich auch hier, wenn man sich in den Sphären bewegt und Muskeln aufbauen möchte, gibt es deutlich bessere Lebensmittel, mit denen man deutlich bessere Kohlenhydrate zu sich nimmt und deutlich effizienter. Ne? Und ein Mahlzeitersatzshake, ob das jetzt ein Must-Have sein muss oder nicht, ist egal. Dass hier jetzt irgendein Clearway konsumiert wird, das wundert mich gar nicht mehr. Das passt nämlich sehr gut ins Schema. Ja, also ja, auch Leitkäse. In welcher Ernährungsplan gehört das denn? Also vor allem, das Ding ist wahrscheinlich, das hat es auch wieder, also das scheint auch jemand zu sein, der, also ich unterstelle es jetzt einfach mal, der auch auf die Meinung und die Kommentare anderer Menschen ein bisschen sein Leben aufbaut. Weil mit Sicherheit haben seine Kumpels auf dem Bau gesagt, hat er sich bestimmt mal irgendwas mitgenommen, Rice Meal, was isst denn du da jeden Tag? Immer das Gleiche und selber fressen die jeden Tag auch immer das Gleiche. Die So, fressen das habe jeden ich Tag neulich Brötchen. bei Kevin Brucher in der Bildungselite im Podcast gehört. Kennst du das? Bildungselite? Das sind mit Dominik Woiwod noch und so. Und hier Ingo Thor ist noch mit dabei. Und der hat auch gesagt: Ja, ist doch scheißegal, was ich hier esse. Ihr esst ja auch jeden Tag das Gleiche. Ihr esst irgendein scheiß Brötchen mit scheiß Leona-Wurst drauf oder so. Was eure Frau gemacht hat, ist auch jeden Tag das Gleiche. Ist nur einfach Müll. Das, was ich esse, ist einfach hochwertig so. Ist kein Unterschied. Ich esse auch jeden Tag das Gleiche, ich auch, fertig. So, und Richtig. dann musst du ja nicht sagen, nur weil du da jetzt kein Brötchen isst, dass das jetzt nicht mehr gesellschaftskonform ist. Also so ein Blödsinn. So. Das Ne, ist weil hart auf oftmals die kommen ja so Menschen gehört. Kommentare von solchen Leuten. Solche Kommentare kommen ja von solchen Leuten. Die sagen dann, warum isst du so ein Scheiß? Das bringt doch eh nichts bei dir. So. Ne? Und dann denkt er sich, ja, okay, fuck, okay, kriege ich schon meine Makros reingetrackt, dann mache ich mir doch Brötchen. Eingeknickt. Ja. Somit schaffe ich es von 6 bis 17 Uhr auf ca. 330 Gramm Kohlenhydrate, 182 Gramm Eiweiß und 101 Gramm Fett. Als ob das so eine Leistung wäre. Ich würde ja sowieso erstmal Diät vorschlagen. Also es ist ja nicht toll, da viel gegessen zu haben zu dem Zeitpunkt. Und vor allem auch die Das ist ja Lebensmittel. Wir haben bis dato nur Brot drinne als Kohlenhydratquelle und Marmelade. das Das Problem ist auch, was krass. ich an der Stelle nochmal sagen muss, Mike und ich auch, wir sind beide keine so großen Freunde von If It Fits Your Macros. Also hochwertige Lebensmittel sind uns beiden schon wichtig, so, und das hat auch seinen Grund. Definitiv. Ich habe ein paar Athleten, bei denen weiß ich, dass das klappt, weil die sich sowieso clean ernähren. Das sind absolute Bodybuilding-Autisten, denen gebe ich Makros, weil die dann mehr Freiheiten haben mit der Freundin oder so. Gibt es nach Absprache, zeitweise. Aber gerade jemand, der halt gar keinen Plan hat von Lebensmittelauswahl, der kann sowas nicht machen. Das geht Ich nicht. gewähre auch gerne Makrotage. Du hast so ein bis zwei Makrotage die Woche. So kannst du machen.
Aber auch nur wirklich, wie du sagst, bei Leuten, bei denen ich selbst weiß, die sind akribischer als ich, so was das angeht. Um 17 Uhr gibt es dann ein Pre-Workout-Meal, das nochmal mindestens aus 100 Gramm Kohlenhydraten und 50 Gramm Eiweiß besteht. Meistens kommen hier auch dann die ersten 4 IU HGH und 10 IU Insulin rein. Ach, er hat bis dahin noch gar kein HGH genommen. Okay. Um Ja. 18:30 Uhr, 19 Uhr beginnt mein Training, was meist so 1,5 bis 2 Stunden geht. Danach gibt es die restlichen Makros in Form von Kohlenhydraten und Eiweiß und wenig Fett. Und vor dem Schlafen 500 Gramm Skier als Shake mit 350 Milliliter Wasser. Und wann kommen die anderen Einheiten HGH? Nach dem Training, oder? Ich weiß es nicht, ich bin noch ein bisschen verwirrt durch den Shake. Er macht sich einen Shake aus 500 Gramm Skier und 350 Milliliter Wasser. Ja, aber warum? Also, du kannst ein Skier doch so essen, wie Ja, er weil er ist. kann. Ja, hat er keinen Bock drauf, weil ihm Aber das nicht Skier ist doch schon schmeckt. flüssig. Ja, Skier schmeckt auch nicht scheiße, wenn man da ein bisschen Obst drauf knallt. So. Das macht es ja auch nicht schlimmer. Das ist sehr originell. Oder man kauft sich mit Mike 10 oder Jan 10 eine Dose Flavit. Ist bestimmt hier irgendwo. Ja. Richtig. Okay, krass. Damit ist das Gier erträglich. Oh, okay. Ey, ich würd auch, ich weiß nicht, mir würde das wie ein Stein, ich könnte dann gar nicht, das sind ja 850 Milliliter flüssiger Quark. Boah. Ja. Naja, okay. Ja, die Rest, also hier steht auch die Daily Makros, ja, das hab ich schon vorgelesen. Ja, im Wochendurchschnitt, nee, die Daily Makros, die ich angegeben habe, sind ein Wochendurchschnitt und variieren um 10%. Es gibt Tage an Rest Days, da hau ich mir. Entschuldigung. Nicht mehr, Mann. Ich hab's auch Ich jetzt kann nicht gesehen. mehr. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht. Ey, wir sind doch hier auf einem Bodybuilding-Kanal, oder nicht? Oder ist das hier, Ey, was ist das hier? langsam Ist bin hier ich aber, glaube ich, ein Jumbo bisschen Schreiner oder dahinter. was? Der will uns pranken. Kein Spaß. Der Das kennt ist, das ist. uns, der weiß, worauf Ja. wir reagieren, weil das Ganze ist ja wie, als würde man gezielt versuchen, uns mit jedem Absatz ein bisschen mehr zu triggern. Ich meine, wie heftig kam schon vorher der erste Hammer? Den haben wir noch verhältnismäßig gut weggesteckt mit dem Ment. So, das kam so aus dem Nichts. Und Ist dann kam aber wahrscheinlich so. einfach Verarsche und es ist ein ambitionierter Netti. Ja, der will uns verarschen. Das ist doch nicht Ist dein Ernst. möglich, Also, ey. Ist um das mal möglich. weiterzuführen: An Ja. Rest Days haue ich mir 1 bis 2 Kilogramm TK-Pommes rot-weiß in den Airfryer oder esse fettiges Rindfleisch. Okay, Entrecot, jo. Aber trotzdem. Ohne Kommentar. Ja. Gut. Ist Müll, weißt du auch. Wenn nicht, sorry. Dann habe ich dir gerade was Neues erzählt. Ist natürlich auch super, an Rest Days da die Kalorien noch mal ein bisschen hoch zu pushen. Da hat man ja eh Zeit. Wasser muss ja irgendwo herkommen. Ja. Nicht so einfach. Gut. Mein Trainingsplan ist ein simpler Push, Pull, Beine und Arme. Da meine Schwachstellen extrem in den Armen liegen, kam diese Änderung kurz vor der Diät. Die großen Muskelgruppen bekommen 3 Übungen, a 5 Sätze mit 6 bis 12 Wiederholungen. Die kleinen wie Arme und Schultern 2 Übungen mit 4 Sätze und 8 bis 15 Wiederholungen. Auch das schwankt, da es sehr selten Tage gibt, wo ich aufgrund von körperlicher Erschöpfung lieber deloade. Warte, 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 jetzt muss ich erstmal. Lieber deloade, um wenig Volumen mache, statt sich dämlich im Gym auseinanderzunehmen. Anständig trainieren fände ich auch dämlich. Aber Deload kann Ja. ich noch insofern verstehen, wenn er auf dem Bau arbeitet, wird er manchmal schon echt im Eimer sein, ne? Ja, aber auch hier habe ich während meiner Ausbildung hatten wir sehr oft in Trainingslehre auch Einheiten, die wir machen mussten. Also sprich, in der Physiotherapie gibt es ja ein Unterrichtsfach Trainingslehre, da fährst du teilweise ins Fitnessstudio und musst wirklich trainieren, du musst halt an den Geräten trainieren, du musst ein Gefühl dafür bekommen, du musst teilweise Kursprogramm machen, wo du wirklich eine Stunde oder anderthalb Spinning machst oder Pump oder sowas, solche Sachen halt, ne?
Und das ist halt anstrengend. So Langhantel-Workouts, Gummiband-Workouts, das ist anstrengend und ermüdet dich. Brutal. So, und das ist vielleicht nicht vergleichbar mit einem Bau oder so, aber ich will nur erklären, was bei mir in diesem Moment im Kopf vorging, weil ich war auch natürlich in der Muskelaufbauphase. Und ich habe mir dann gedacht, in dem Moment, ja scheiße, du machst hier schon so viel Training, du bist ja abends völlig kaputt, wenn du eigentlich deinen Reiz setzen willst im Training. Und dann hat ein Kumpel von mir, wir haben damals zusammen trainiert, hat gesagt, wieso sieh das doch einfach als Chance, Kalorien zu verbrennen. Das ist doch einfach sinnloses Fett. Du wirst heute Abend schon trainieren können, wenn du ordentlich isst. Aha. Aha. Ja, und ich meine, ich persönlich würde die körperliche Arbeit immer als Joker sehen. Weißt du, wer es scheiße hat? Einer, der den ganzen Tag im Büro sitzt und nicht auf seine Schritte kommt, nicht auf seine Aktivität, sein Cardio nicht machen kann, weil er selbstständig ist und jeden Tag 12 Stunden am Rechner sitzen muss. Der hat's scheiße. Denn der wird fett sein, der wird eine arterielle Verkalkung haben, der wird nicht trainieren können. Du hast Aktivität, du hast einen Joker, somit kannst du die Diät auch schneller schaffen und mal in Form kommen. So würde ich das mal sehen. Umso erschreckender, dass es nicht geklappt hat, in Form zu kommen. Wenn man dauernd deloadet, dann kommt man ja nicht in Form. Nee, und wenn das, um das nochmal mit Jans Worten zu sagen, wir spielen hier auch kein Tischtennis, ne? Nee. Gut. Hat Armin neulich in der Story gehabt, ja. War ganz lustig. Okay, zusammengefasst gibt es folgende Probleme. Meine Arme meinen zu wenig schlafen, 5 bis 6 Stunden in der Woche. Also, ich nehme an, pro Tag in der Woche. Ja. Eine Stunde am Tag. Und vielleicht die Stoffmenge in Relation zu meinem Körper. Vielleicht, nur da vielleicht. Da ich aber Wettkampfambitionen habe und regelmäßig Blut abnehmen gehe und in engem Kontakt mit meinem Arzt stehe, sehe ich das aktuell halb so wild. Ich bin 26 und will, bevor ich 30 werde, mindestens eine erfolgreiche Saison haben, die wahrscheinlich dann sein wird, wenn ich mit 28 meinen Handwerksmeister beginne, wo die körperliche Arbeit dann auch ausfällt. Körpermaße, wir haben doch Körpermaße. Größe 1,78 Meter, Oberschenkel 65, Waden 44, Bauch 90, Brust 112, Schulter 135, Arme 39. Okay, 26. Wir haben ihn vorhin rein von der Muskelqualität. Okay, aber dann ist er Trainingsanfänger. Ja. Dann ist er ein blutiger Trainingsanfänger. Die Überlegung, dann mit viel Stoff reinzugehen, ist wahrscheinlich, weil er sich denkt, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ich will noch irgendwie was rausholen. Ja, das stimmt. Also Beweggründe immer nachvollziehbar, keine Frage. Bringt uns halt nichts in dem Moment. Ne? Auf 1,78, 72 Kilo wiegen, da musst du kein Genie sein, um auf die Idee zu kommen, zunehmen zu wollen, ist halt nur der falsche Ansatz gewesen. Aber wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, du machst dir einen festen Ernährungsplan, der in etwa Erhaltungskalorien mit einem minimalen Überschuss hat und nur sauberen Lebensmitteln und fängst jetzt mit deinen 72 Kilo auf 1,78 an zu trainieren und dich progressiv zu steigern mit einem richtigen Logbuch, vernünftigen Grundübungen, Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, erstmal lernen und dann Gas geben. Dann kannst du innerhalb von einem Jahr 100%ig 5 bis 6 Kilogramm natural Muskeln aufbauen, obwohl du nicht mal einen krassen Überschuss fährst, weil dein Körper einfach an den Reiz adaptiert. Und an der Stelle wäre es nicht mal so verwerflich, wenn das Defizit ein bisschen größer ist und du hast 5 bis 6 Kilo reine Muskeln, hast aber auch noch 4, 5 Kilo Fett, ist gar nicht schlimm. Weil so am Anfang ist das völlig in Ordnung. Viele schaffen das ja auch gleichzeitig. Also wie viele Bengel gibt es im Studio, die kennen sich mit Ernährung gar nicht aus und trainieren aber hart und bauen halt Muskulatur auf wegen ein bisschen Genetik und Testosteron, was natürlich auch im Körper natürlicherweise vorhanden ist. Man muss das ja nicht gleich in riesigen Mengen spritzen. Das ist ja auch nur mal so da bei einem jungen Mann. Sonst würden ja Frauen aussehen wie Männer und Männer wie Frauen. Das ist ein Unterschied. Das ist Testosteron. Das funktioniert auch natural und da kann man ordentlich aufbauen. Also so habe ich es ja gemacht. Ich bin ja fast in der gleichen Situation. Nur bin ich 1,86 und habe 72 Kilo gewogen. Ich war sogar noch 2 Kilo leichter, als ich angefangen habe zu trainieren. Und größer, 8 Zentimeter. Ja, so. Und also er sagt, er sieht es halb so wild, da er in Verbindung mit einem Arzt steht. Also ich möchte jetzt niemandem was vorwerfen, aber das ist in den meisten Fällen ist das so eine Floskel, die man einfach von sich gibt. Das hat aber auch nichts leider damit. Ich kenne keinen Arzt, der das gutheißen würde. Die Ärzte sind ja nicht mal mit Testo cool. Herr Iron, darf ich Ment nehmen? Klar. 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 Beim Heilpraktiker deines Vertrauens.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja nicht, dass hier die Gesundheit vielleicht irgendwo jetzt gerade Probleme macht. Das Problem ist, dass wir hier die Ziele auch nicht erreichen mit der Vorgehensweise. Das ist das viel Größere, weil natürlich, du schreibst das jetzt, weil wir wissen, dass auf Gesundheit viel Wert gelegt wird bei uns. Logischerweise. Ein toter, kaputter, kranker Athlet wird nicht gut aussehen, ist Fakt. Aber abgesehen von der Gesundheit führt ja auch das, was wir hier gerade machen, überhaupt nicht zum Ziel. Das heißt, es bringt ja nicht mehr. Was Das ist passiert vielleicht ist, das, was man war sich fragen sollte. eine Riesenmenge Wasser. Das ist deine Bilanz, die du versucht hast wieder abzuwerfen, was dir nur zum Teil gelungen ist. Ja. Und da stehen wir Da jetzt. werden auch Muskeln dabei sein, aber halt viel zu wenig. Ja. Da stehen wir jetzt halt mit einem Haufen Brötchen und Marmelade auf dem Bau in der Mittagspause. Mit den Kollegen, die dich akzeptieren, weil du drei Brötchen mitfrisst. Wenn du jetzt noch geschrieben hättest, dass du ein Feierabendbier mittrinkst. Also ich hoffe, Ein bis zwei Bier, nee, zwei bis drei Biere, zwei bis nee. drei Biere am Abend. Das war einer Ja. der absoluten All-Time-Classics. Ja. Naja, gut, die körperlichen Werte, wenn die jetzt aktuell sind, ich meine, ja, ist okay. 40er Arm, ja, knapp. Haben manche auch so. 39 hatte ich natural. Easy. Ja, ich auch, easy. Also, ne? Okay. Der Durchschnitt in Deutschland ist 34 bei Männern. Und da sind ja auch jede Menge dabei, die nicht trainieren. Überleg Also mal. gar nichts machen. Überleg mal. Kranker Scheiß. Habe ich mal so gelesen, so ist so der Durchschnitt so von den Brustkorbdurchfang habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß aber, dass das nicht viel ist. Ich weiß, dass das nicht viel ist. Markus Rühl hatte 1,52 Meter in der Stefan Raab-Doku. Mit dem Bodybuilding-Report, wo der da mal war. Das war witzig. Ab in Gefahr. Ja. Die Hautstelle. Genau. Wir haben ja noch Blutbilder, wollen wir die nochmal machen? Ja, schauen wir mal. Okay, das hört sich so an, als wenn die Luft bei dir raus ist, aber okay. Ja, es ist, ich Nein, bin du. einfach Ey, so das machen wir noch. dermaßen, ich bin im Ja. Arsch, weil ich, also das war gerade ein Hammer nach dem anderen. Also Ja. wir gucken uns ja gern Blutbilder an, wenn wir so ein gutes. Wenn wir so einen guten Ansatz hatten, so jemand und bei jemandem einfach noch ein bisschen hinterher gucken wollen, macht die Gesundheit denn das mit, was er da so Sinnhaftiges gemacht hat? Aber wenn sich jemand so dermaßen die Kante gibt, ist mir scheißegal, ob sein Blutbild gut ist. Das ist einfach Schwachsinn. Der kann das Blutbild auch 6 Monate später gemacht haben. Ich werde jetzt aber anhand des Blutbildes hier ein absolutes, absolut viel zu lasches Training entlarven. Okay, ich bin gespannt. Ich gucke auch. Lass mal gucken. Wir haben vier Seiten Blutbilder, das sind zwei verschiedene. Und bei beiden sehe ich weder einen erhöhten Kreatinin noch erhöhte GOT- und GPT-Werte, die dafür sprechen, dass das Training entweder vorher die ganze Zeit überhaupt nicht gemacht wurde oder. Weiß ich nicht, ob er jetzt sich gezielt natürlich ein paar Tage echt Pause gemacht hat vor dem Blutbild extra. Machen aber die wenigsten und würde ich auch keinem unterstellen, der in der Menge Steroide nimmt, weil der will vorankommen. Der war im Gym vor seinem Blutbild, zumindest 2 Tage vorher. Und da müssten diese Werte erhöht sein, so wie sie bei allen Sportlern erhöht sind. Ein Sportler, der keinen erhöhten Kreatinin hat, trainiert nicht intensiv genug. Punkt. Kreatinin als Abbaustoff von Kreatin und auch eben durch Kreatin in der Muskulatur muss erhöht sein bei starkem Training. Und die Leberenzyme, die in der Muskulatur vorkommen, und das sind GOT und GPT, die müssen auch erhöht sein. Nichts ist hier der Fall. Die sind sogar erstaunlich niedrig. Die sind, ey, unter 1. Wer hat denn unter 1? Ich habe keinen bei mir im Coaching, der unter 1 hat. Wer unter 1 hat, der sagt, du kommst nächste Woche zum Personal Training und dann gibt's Gas hier. Kann nicht sein. Aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Da muss was mit dem Training nicht stimmen. Das Östrogen ist ordentlich hoch. Daher kommt das Wasser. Ja. HDL-Cholesterin ist niedrig, aber könnte niedriger sein. Es war also nicht in der Trenbolonzeit. Ja. HbA1c könnte höher sein bei dem ganzen Zucker und den ganzen isolierten Carbs, die er zu sich nimmt. Ja, er nimmt ja auch gut Insulin. Ja, das wird's kompensieren. Okay. Schade, dass hier ist ein Datum.
Unten ist ein Datum an dem bunten Blutbild, sage ich jetzt einfach mal, ist ein Datum 13.8. Das war dann nach der, kurz vor der Diät. Im bunten Blutbild ist auch das HDL-Cholesterin noch mal deutlich niedriger. Und das Obwohl er Östrogen da sogar noch höher. vorher, Bitte? obwohl er da vorher gar nicht so einen krassen Stack gefahren ist. War aber nicht schon in dieser Zeit schon Interessanterweise. das Trestolon drin gewesen? Das kam relativ am Anfang. Das Ja, kam aber das vor hat der er ja direkt Diät. wieder rausgenommen. Das hat er ja, glaube ich, nur ganz kurz genommen. Ich meine, in der Zeit war er nur auf Testo EE3D Okay. 250. Da hat er ja gerade die Diät angefangen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. August, also es hieß August bis Oktober, hat er 6 Wochen Diät gemacht. Also in dem Zeitraum von August bis Oktober. Das war bestimmt Start der Diät, dieses bunte Blutbild. Und da, bis zu dem Zeitpunkt, hat er nur Testo genommen. Vielleicht hat er deswegen auch nicht so viel Bock auf Training gehabt, deswegen nur 0,79 Kreatinin. Weil Also, mit 250 Testo macht das Training ja keinen Spaß ohne Trennen und ohne alles. Das geht ja nicht. ja, also hatten wir in den vergangenen Podcasts schon ein paar Mal besprochen. Schön, dass es hier noch mal so krass zur Anwendung kommen kann. Ist wirklich so, du kannst über die Leberenzyme, über die Muskelschäden und eben auch über den Kreatininwert eher über das Training Schlüsse ziehen als über die Lebergesundheit und über die Nierengesundheit. Ist kein Scheiß. Ja. Das hat man hier sehr schön machen können, aber das Östrogen ist, wow. Östradiol ist hier sogar bei 114, war ja vorher in Anführungsstrichen nur bei 89. Jetzt sind wir hier bei knapp dem Ja, Dreifachen. genau das habe ich auch gesagt. Bei 250 E3D ohne Aromatasehemmer, da wäre es schlauer gewesen, vielleicht auf 125 plus eine zweite Komponente zu fahren. Ja, ist halt auch wieder ein sehr schönes Sinnbild dafür, dass es einfach viel zu früh war, um eine Komponente so hoch zu stacken. Der Körper kann das nicht ab. Ja. Da hat er nichts mit zu schaffen. Was haben wir noch? Okay. Ja. Die Ja. Corona-Impfung hat bei ihm auf jeden Fall gut angeschlagen. Das ist schon mal positiv. Das freut mich. Ja, sieht man hier. Ja, sonst so die Gesundheitswerte, so Niere und Leber, das geht ja klar. Also da können wir nichts sagen. Also das passt ja. Ja. Er hat jetzt aber auch nicht Unmengen Orals gefressen, also war ja nichts Orales dabei. Also ist da die Belastung nicht so groß. Aber dass dass der GFR noch ganz gut ist, das wundert mich. Naja, der ist ja aus Kreatinin oder beziehungsweise Kreatinkinase errechnet. Ah, okay, stimmt, sehe ich hier Das gerade. ist das Ist Problem. Also nicht. wenn der nicht mal anständig trainiert hat, kann der GFR nicht erhöht sein. Und die Nieren reagieren über den GFR aus Kreatinin zum Beispiel nur, wenn sie schon fast im Arsch sind. Cystatin C würde früher reagieren. Deutlich früher. Stimmt, das haben wir hier aber nicht mit drauf, ne? Nee, das ist nicht dabei. Weil Niere hätte mich mal interessiert bei der Menge an Wasser, die in der kurzen Zeit dazugekommen ist. Ja, also Auch zumindest, also das Blutdruckwerte. Kreatinin ist tatsächlich auf Anschlag, wenn es wirklich ein Nierenproblem sein sollte, wenn du nur noch 50% Filterungsleistung hast. Das ist ein tatsächlich sehr gefährlicher Status. Deswegen, ja. Hämatokrit ist okay dafür, ne? Ja. Also an sich hat Okay. er eigentlich gar nicht so eine scheiß Genetik, was die Gesundheitsparameter angeht für die ganze Menge Stoff. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, er macht das natürlich nicht lange. Wenn du das Ja. jetzt 5 Jahre so weitermachst und ziehst ein Blutbild, dann sieht das wahrscheinlich nicht mehr so gut aus. Nee. Und auch hier fürs erste Blutbild, HDL ist direkt mal schön runter in den Keller gewandert. Übrigens auch schönes Beispiel zu dem, was wir letztens gesagt haben mit der scheiß Ernährung und hohem LDL-Cholesterin. Und das mit dem Östrogen ist halt alarmierend, weil dass die Niere hier noch kein Problem hat. Ich wette, der Cystatin-C-Wert hätte was gesagt und der GFR. Weil der hat ja wirklich nur Wasser zugenommen. Nur. Ja. Aber okay, er ist gut davongekommen. So. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer noch sagen, ich meine, auf 1,78, 90 Kilo, das sind, wenn man jetzt auch das ganze Wasser jetzt mal außen vor lässt und würde wirklich sagen, das ist Qualität, dann sind das ja immer noch 20 Kilo weniger Muskeln, als du hast auf die ungefähr gleiche Größe. Ja, ich bin 1,79.
und wiege so 106 Kilo. Eigentlich 110, aber jetzt, wo ich nicht im Training, ich war sogar bei 115. Jetzt, wo ich nicht im Training bin, seit 5 Tagen nichts gegessen, ich wiege wahrscheinlich 105, aber dann kein Körperfett Ja, mehr gerade. Ich bin im Minicut. aber wir sind im Unterschied, wenn man das jetzt mal mit dir vergleicht, ungefähr sind wir in einem Unterschied von 25 Kilo Muskeln. Und damit ergibt sich auch schon, dass die Blutwerte eigentlich noch gar nicht scheiße sein dürfen, weil er hat noch gar nicht so viel Muskulatur, dass es den Organismus belastet. Ja, Das hast du Einzige, was recht. hier den Organismus belastet, sind die toxischen Stoffe. Aber mit denen kann er gut handeln. Das heißt, irgendwann hast du ja so viel Muskulatur, dass das deinen Körper belastet. Du merkst ja auch bei viel Muskulatur, wenn ich denke, wie hier die Treppe hochgegangen bin in der Offseason, ey, das ging gar nicht. Das war so anstrengend für mich. Also, viele Muskulatur ist scheiße für den Körper. Nicht unbedingt nur viel Stoff. Viel Stoff über lange Zeit, ja. Aber wenn du jetzt mal ein halbes Jahr diesen Stack fährst, dann geht es dir halt kacke. Du machst auch kaum Ja. Fortschritte, weil es halt nichts bringt. Aber du bist deswegen nicht sofort todkrank. So mit Steroiden, neulich hieß es doch in irgendeinem Podcast, Heiko Kalbach ist der lebende Beweis, dass man sich mit Steroiden nicht umbringen kann. Ach, der Heiko. Ja, Heiko Kalbach hier vielleicht auch ein Vorbild gewesen. Also jetzt zum Abschluss möchte ich noch mal sagen, ich hoffe, du nimmst uns das nicht böse. Ich hoffe, du nimmst das konstruktiv auf. Du sprichst davon, dass du Wettkampfathlet werden möchtest. Ein Wettkampfathlet hätte 10 Kilo mehr Muskelmasse gemacht mit 250 Milligramm Testo die Woche im ersten Jahr Aufbau. Und dann hätte man langsam aber sicher versuchen können, mal irgendwas dazu zu cyclen. Man hätte mal einen Minicut gemacht, eine Diät, um zu schauen, wie es läuft. Aber du hast jetzt in einem Jahr quasi zwei Diäten und Recomps gemacht mit allem, was am Stoff drin ist und bist eigentlich Pi mal Daumen bei nichts rausgekommen. Es ist jetzt nicht so, dass wir dir nicht helfen würden. Also sogar Jan als auch ich, wir wären bereit, dich im Coaching aufzunehmen, wenn du in der Lage dazu wärst, unseren Stil zu fahren. Weil die meisten, die zu uns ins Coaching kommen, müssen erstmal ein bisschen Stoff ablegen, werden aber dann die Fortschritte ihres Lebens machen. Das klingt paradox, aber das liegt eben daran, dass die anderen Parameter optimiert werden. Von mir aus, also alles, was eben gesagt war, war nicht böse gemeint. Ja, und wenn du jetzt beleidigt bist, dann muss ich mir den Hut eben anziehen. Dann ist das überhaupt kein Problem. Aber es war auf jeden Fall nicht böse gemeint. Steht mir auch nicht, ne? Habe meine liegt da hinten, ich komme da jetzt nicht ran gerade. Naja, Okay. okay, also dem kann ich mich nur anschließen. Das ist nicht böse gemeint und man müsste, denke ich, viele Parameter optimieren, beim Training angefangen und bei der Ernährung. Und eine absolute Basis an Steroiden drin zu lassen, müssen wir jetzt halt, weil ich meine, wenn du jetzt absetzt, dann geht alles komplett in die Hose. Aber jetzt einen vernünftigen, niedrig dosierten Cycle zu fahren und erstmal wirklich zu lernen, so eine Diät zu machen, das wäre schon das, was ich empfehlen würde. In diesem Sinne, ich hoffe, du weißt die Zeit zu schätzen und die Geduld, die wir aufgebracht haben für deinen Stack. Nimm's uns nicht böse, nimm alles an, was wir gesagt haben, mach ein Reset, geh auf THT, geh auf 250 Milligramm, pass die Ernährung an, hör auf Scheiße zu fressen, mach dir einen Ernährungsplan und du wirst sehen, die Magie läuft. Ansonsten muss man eine Sache hier sehr gut heißen. Du hast uns wirklich sehr detailliert deine Lage geschildert. Dafür vielen lieben Dank, auch für den Mut, den du aufgebracht hast. Und an jeden da draußen, genauso detailliert wollen wir es bitte haben. Vielleicht ein bisschen geordneter, dass die Größe und die Maße gleich am Anfang kommen. Aber auch weiterhin an jede. Wir suchen immer noch Mädels für Stack Attack. Wir würden gerne helfen. Wir würden gerne konstruktive Kritik geben an mich oder an Jan auf Instagram, Stichwort Stack Attack. Und schaut bitte bei Jan Saffe auf dem Kanal vorbei. Vielleicht ist das HGH-Video bis dahin schon draußen. Bis das hier rauskommt. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Es gibt tausend Meinungen zu HGH. Jeder hat verschiedene Ansätze. Sehr wenige sind wirklich falsch. Es geht immer nur darum, wie die Interpretation und der Umgang damit gehandelt wird und wie die Vorschläge für den Alltag sind. Das finde ich immer sehr interessant. Deswegen freue ich mich auf das Video. Schaut euch das bei Jan auf jeden Fall an. Und ansonsten Jan 10 oder Mike 10 auf bigzone.de. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Bis zum nächsten Mal.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it.